حيبانا يا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في ظلام، ونور لنا بين هذا الأنام. سكنتم فؤادي ورب العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد. هل ترصدوني بصفو الوداد؟ وهل تمنحوني شريف المقام؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين، وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وعلى جميع عباد الله الموحدين. أما بعد، wir haben im letzten Unterricht mit der Geschichte von der Ashabe Kef angefangen, und wir werden das über diesen Unterricht und über den nächsten Unterricht noch weiter splitten. Die Ashabe Kef Geschichte ist, glaube ich, vielen von uns und von euch bekannt. Es geht um eine Handvoll Jugendlichen, die zwischen dem Propheten Mohammed a.s. und zwischen dem Propheten Isa a.s. gelebt haben, und sie haben unter einem tyrannischen Tarut-System gelebt. Ein Teil von ihnen war auch mit im System involviert, das heißt, sie waren im Staatswesen mit drin. Und nachdem sie den Tawhid gelernt haben, nachdem sie die Dawa von Isa a.s. gelernt haben, haben sie gemerkt, dass sie nicht unter einem Tarut-Regime arbeiten können, und haben sich von ihnen losgesagt und sind von ihnen geflüchtet. Auf dem Weg dieser Flucht haben sie sich in eine Höhle versteckt von der Verfolgung dieses tyrannischen Herrschers, von diesem Tarut. Und in dieser Höhle, in der sie sich versteckt haben, mit ihrem Hund zusammen, sind sie über 100 Jahre in einen Schlaf verfallen. Und nachdem sie aufstehen, schicken sie einen von ihrer Gruppe in die Stadt, die sich neben dieser Höhle befindet, um Essen zu holen. Und dann merken sie eigentlich, dass sie nicht nur einen Tag oder eine Nacht geschlafen haben, sondern dass circa 300 Jahre über ihren Schlaf vergangen sind. Und sie werden dann auch später letztendlich von dieser Stadtbevölkerung entdeckt. Das ist diese Geschichte jetzt in ein paar Sätzen von der Ashabe Kef. Und wir werden inshallah heute mit der Reise diese Ashabe Kef fortführen. Wie gesagt, wir haben im letzten Unterricht das schon angekratzt, das Thema. Und haben gesagt, und wie gesagt, das Wichtigste in dieser Sure ist auch, dass wir diese Verse Stück für Stück durchnehmen, Wort für Wort durchnehmen, und wir gucken, was für Lektionen uns diese Sure zu geben hat, weil es sind wirklich sehr viele Lektionen, vor allem für die Dawa-Träger, hier in dieser Sure versteckt. Und diese Lektion möchte ich wirklich eins zu eins ansprechen, und das ist nur eine Art der Version. Es gibt normalerweise noch viel, viel mehr, aber das würde zum Koranprojekt nicht ausreichen. Da würden wir vielleicht 50, 60, 100 Unterrichte über Ashabe Kef machen müssen, und das ist nicht übertrieben, was ich hier gerade meine. Deswegen werde ich mich auf eine Situation, auf eine Sichtweise der Interpretation hier beruhen und werde sagen, was können wir vor allem als Dawa-Träger, als Muwahhidun in der Zeit von Akhir Zaman hier uns für Lehren hinausziehen, als Beispiel nehmen. Warum habe ich mich auf dieses Thema bezogen? Warum gerade auf das Thema Akhir Zaman? Weil der Prophet a.s. sagt, dass diese Sure genau von der Zeit von Messih Dajjal uns vor der größten Fitna
der Zeit schützen wird. Und das merken wir heute als Muwahhidun. Es geht nämlich um den Schirk, um die Mushrikun, um das Tahut-System. Und wir sehen eine Handvoll Muslime, eine Handvoll Muwahhidun, die wirklich jugendlich gewesen waren, also im Jugendalter gewesen waren. Und sie waren sehr, 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 sehr schwach gewesen. Und sie haben sich, obwohl sie nur eine Handvoll Muslime gewesen waren, eine Handvoll Muwahhidun gewesen, und der Rest war Kuffar. Und es war eine Zeit gewesen, in dem alle Muwahhidun, alle Muslime, die der Religion von Isa a.s. gefolgt worden sind, regelrecht exekutiert worden sind. Wir haben gesagt, ungefähr, das hat sich in der Zeit 70 nach Christus bis ungefähr 200 nach Christus circa abgespielt, als dem die, man sagt heute im Deutsch-Geschichtlichen, das war die Urchristenverfolgung gewesen. Bevor überhaupt das Konzil von Nicea in Iznik von Kaiser Konstantin dann letztendlich im Jahre 320, 40, 50, 80 eröffnet worden ist. Das war alles davor gewesen, nach der Beginn oder mit der Beginn, mit dem Beginn der Unterdrückung von Kaiser Nero und so weiter. Also in so einer Zeit, wo es wirklich um Leben und um Tod geht, und das geht es uns heute in Europa bestimmt nicht, ja, haben sich eine Handvoll Muslime und ein Teil von dieser Handvoll Muslime kommen wirklich auch aus dem Staatssystem selbst heraus, sich gegen ihnen widersetzt, und die haben gesagt, es gibt keinen Gesetzgeber außer Allah in Himmel und auf Erden, und sind von ihnen letztendlich geflüchtet in eine Art der Ungewissheit. Sie hätten auf der Flucht getötet werden können, sie hätten auf der Flucht erwischt werden können, es hätten unterschiedliche Sachen passieren können. Aber sie haben auf dem Weg in ihrer Flucht, haben wir im letzten Unterricht gesagt, außer ihren Glauben und ihrem Gebet, also außer ihren Tauhid und ihrem Gebet, was sie hatten, nichts mit sich mitgenommen. Das ist eine Situation, wie würden wir heute reagieren, wenn das mit uns passieren würde? Da würden wir sagen, wir müssen erstmal unsere Sachen mitnehmen, unsere Möbel mitnehmen, unser Umzugs-LKW mitnehmen, oder würden wir sagen, ist es uns egal? Das Einzige, was wir mitnehmen, ist unser Tauhid, das ist unser Glaube, beziehungsweise das ist unser Gebet. Wann macht man das? Wann macht man so etwas, was Sie gemacht haben? Wenn wir, genau wie Sie sind, dass unser kostbarstes Gut, was wir haben, unser Iman ist. Was ist unser kostbarstes Gut? Sind es unsere Möbel? Sind es unsere Familien? Sind es unsere Autos, unsere Arbeitsstellen? Was ist unser kostbarstes Gut? An was denken wir zuerst? Sie haben zuerst an ihren Iman gedacht, weil der Iman ist das kostbarste Gut, der Tauhid ist das kostbarste Gut, was einem Menschen auf dieser Welt widerfahren kann. Und wenn der Mensch einmal diese Sache erlangt hat, an sich gezogen hat, dann wird er alles dafür tun, um diesen Glauben nicht von sich zu geben, sollte er auch in den Feuern der Kuffar verbrannt werden, wie zum Beispiel die Geschichte von Ashabul Uchdud. Die fangen dann nicht an zu philosophieren und sagen, ja, hier gibt es Ikrah und hier gibt es das, hier gibt es das. Die sagen, wir werden unseren Iman, wir werden unseren Glauben niemals aufgeben, egal in was für einer Situation wir uns auch befinden mögen. Und das ist, wie gesagt, die Überschrift der Geschichte von Ashabe Kef. Und wie gesagt, sie waren eine Handvoller Muslime, Muwahhidun gewesen. Sie waren eigentlich in dem Sinn auch Freunde gewesen. Und sie haben sich auch ihre Freunde in dieser Hinsicht ausgesucht. Ja? Was machen wir heute, wenn wir unsere Freunde uns heute aussuchen? Was haben sie gemacht, als sie sich ihre Freunde ausgesucht haben? Aber als sie sich ihre Freunde ausgesucht haben, also diese 5, 6, 7 Leute der Ashabe Kef, sie haben auf sehr wichtige Prioritäten geachtet. Und als sie sich ihre Freunde ausgesucht haben, haben sie daneben auch auf die bestimmte Art und Weise der Struktur geachtet. Also eine Struktur besteht nicht nur in einer Organisation, die regional, lokal oder international agiert. Eine Struktur baut sich auch auf in einem Freundeskreis, die aus 5, 6, 7, 8, 9 Leuten besteht. Da ist auch eine Struktur vorhanden. Und diese strukturierte Herangehensweise der Ashabe Kef war so heftig gewesen, dass sie letztendlich nicht von dem Tahut-System erwischt worden sind. Sogar noch dazu, dass Allah Ta'ala sie auf ihrem Weg, weil sie so strukturiert gearbeitet haben, weil sie auf Allah Subhanahu wa Ta'ala gehofft haben, sie noch
mit einer Sache beschmückt hat, über der wir heute letztendlich nach über knapp 2000 Jahren über sie reden. Wir machen weiter mit dem 16. Vers. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izi ghtazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'wu ila al-kahf yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Und wenn ihr euch von ihnen und dem, was sie statt Allah anbeten, zurückzieht, also wenn ihr sie verlässt, wenn ihr euch von ihnen distanziert, wenn ihr von ihnen ausreist, so sucht Zuflucht in der Höhle, also in Kef. Euer Herr wird seine Barmherzigkeit über euch ausbreiten und euch einen tröstlichen Ausweg aus eurer Lage weisen. Also wie gesagt, das haben wir im Vorwort jetzt eben gerade gesagt, es sind Jugendliche, die das Palastleben weggeschmissen haben und die das Höhlenleben bevorzugt haben. Kennen wir solche Leute? Sie haben die Paläste in Saudi-Arabien. Sie hätten einer von 5000 Prinzen sein können. Sie hätten in Saus und Braus leben können. Sie hätten mit ihrem Vermögen, sie hätten Millionen von Koranen drucken können. Sie hätten Hunderte von Moscheen bauen können. Sie hätten die Masjid al-Haram nochmal vergrößern können. Aber das haben sie nicht gemacht. Sie haben das Leben in den Höhlen in Khorasan dafür aufgegeben, dafür haben sie die Höhlen lieber in Bevorzug genommen, bevorzugt, als die Paläste in Saudi-Arabien. Ashab Kahf ist nicht eine Geschichte, die vor 2000 Jahren passiert ist. Ashab Kahf ist eine Geschichte, die sich immer wieder wiederholt. Es ist, wie gesagt, eine Antwort auf die Leute, die sagen, ihr redet über den Tawhid, ihr redet über Schirk und Tawhid, das sind ja Sachen, so eine Religion kannst du heute nicht leben in dieser Gesellschaft. Wenn du diese Gesellschaft, wenn du deine Religion leben willst, was du berichtest, dann verlass diese Stadt und geh auf die Berge hinauf. Und geh doch in die Höhlen. Da Allah verschlägt dich. Und diese Sure, wie gesagt, diese Ashab Kahf-Geschichte ist eine Antwort darauf. Und wir sehen heute Menschen, Muslime, Muwahhidun, die das Leben in Palästen wirklich aufgegeben haben und aufgeben werden, ja, nur um ihren Glauben zu schützen, um ihren Tawhid nicht aufzugeben, weil sie den Tawhid gekostet haben, aber dafür doch lieber die Höhlen bevorzugen. Und so war die Ashab Kahf gewesen. Sie sind aus den Palästen raus, sie haben die Höhlen bevorzugt und aus den Höhlen hat Allah Ta'ala ihnen einen Weg in letztendlich in den Himmel verschafft, sodass heute im edlen Koran diese Sure mitten im edlen Koran sich als Höhle, als Zufluchtsort befindet. Was in diesem Vers sehr wichtig ist, sehr, sehr wichtig ist am Anfang, Allah, hier wird gesagt, وَإِذِيَرْ تَزَلْتُمُوهُمْ. Und als ihr sie verlassen habt, als ihr sie von ihnen distanziert habt, وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ. Und anstatt Allah, die Sachen, die sie von Allah angebetet haben, also Schirk gemacht haben, ihr habt sie verlassen und sie habt ihren Schirk verlassen. Ihr habt die Muschrikun verlassen und ihr habt den Schirk verlassen. Danach ist was passiert? Hat Allah Ta'ala ihr Gebet akzeptiert. Wenn wir uns im letzten Unterricht nochmal gucken, anschauen, werden wir im 10. Vers dieser Sure ein Gebet sehen, wo sie sagen, قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sie beten vor ihrer Flucht und sagen, Ya Rab, bringe uns aus dieser Mühsal, aus dieser Drang, aus diesen Katastrophen weg. Allah, und das ist hier der springende Punkt, akzeptiert so lange ihr Gebet nicht, solange sie sich nicht von ihnen distanziert haben. Nachdem sie sich von ihnen distanziert haben, akzeptiert Allah Ta'ala ihr Gebet. Schlussfolgerung. Die meisten Muslime kommen und sagen, ich bete zu Allah, aber Allah subhanahu wa ta'ala akzeptiert unsere Gebete nicht. Die Antwort ist in diesem Vers drin. Solange wir uns unter den Muschrikun befinden, solange wir so leben wie sie, wir uns nicht von den Muschrikun distanziert haben,
wird Allah Ta'ala unsere Gebete nicht akzeptieren. Allah akzeptiert erst dann unsere Gebete, nachdem wir uns von den Mushrikun distanziert haben. So auch bei den Ashab-e Kehf. Ashab-e Kehf, seine Gebete, ihre Gebete wurden erst akzeptiert, nachdem sie sich von dem Tahut distanziert haben, in die Höhle reingegangen sind und dann, als sie alles aufgegeben haben, ihre Ehrlichkeit bewiesen haben, ihr Sidq bewiesen haben, hat Allah Ta'ala erst ihre Gebete akzeptiert. Diese Manhaj, diese Denkweise, ist im Koran sehr stark verankert. Wir sehen das zum Beispiel beim Propheten Abraham, Ibrahim a.s. Er betet zu Allah und möchte von Allah Ta'ala, dass er ihnen einen Kind gibt. Er und seine Frau Sarah. Er betet und betet und betet und betet und seine Gebete werden nicht akzeptiert. Bei wem? Beim Ibrahim a.s. Er wird 20, er wird 30, er wird 40, er wird 50, er wird 60. Seine Gebete werden nicht akzeptiert. Er bekommt kein Kind. Dann sagt Allah: وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَصَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. Ich werde mich von euch und von dem, was ihr anstatt Allah anbetet, fernhalten. Dann sagt Ibrahim das. Er distanziert sich von den Mushrikun und von dem, was sie Allah Ta'ala Schirk begeben. Und nur meinen Herren anbeten. Bis ihr auf Tawhid kommt, ich werde mich von euch distanzieren. Vielleicht werde ich im Bittgebet zu meinem Herren nicht unglücklich dann sein. Und jetzt kommt's. Das ist die 19. Sura, das ist die Maryam Sura, 18, 48 und 49. Vers. Dann, pass auf, seine Gebete werden nicht akzeptiert. Jetzt aber. فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Und als er sich von ihnen und von dem, dem sie anstatt Allah anbeteten, dienten, verließ, als er sie verließ, وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا. Da schenkten wir ihm Ishak und Jakob und alle beide machten wir zu Propheten. Wann wurde Ibrahim, guck mal, wir reden von Propheten. Wann wurden ihre Gebete akzeptiert? Nachdem sie ihre Ehrlichkeit im Tawhid, in der Religion bewiesen haben. Wann beweist du, wann beweise ich meine Religion im Tawhid, im Islam? Wenn ich mich von den Mushrikun distanziere, wenn ich die Hijra von ihnen mache. Es geht um eine komplette Distanzierung in diesem Augenblick. Dann werden unsere Gebete akzeptiert und dann wird auch unsere Ehrlichkeit bewiesen. Dann ist unsere Tawhid, unser Islam ist keine politische Diskussion. Aber wir diskutieren mal heute, was ist denn wichtig? Oh, wir wollen einen islamischen Staat, wir wollen ein Kalifat. Komm, wir diskutieren mal darüber. Wir machen keine politische Diskussion damit. Wir machen nicht einen Meinungsstreit. Du hast so eine Meinung, ich habe so eine Meinung. Gut, diskutieren wir mal. Wir machen nicht eine Diskussion damit. Wir setzen unsere Diskussion, unsere Theorie letztendlich in die Praktik um. Wann geht das? Indem wir die Jamaat, indem wir die Gesellschaft der Kuffar verlassen und verbinden uns mit der Jamaat, mit den Leuten der Muwahidun. Das ist was sehr, sehr Wichtiges. Bevor das nicht passiert, habe ich nicht meine Ehrlichkeit im Islam bewiesen und unsere Gebete werden nicht von Allah subhanahu wa ta'ala erhört. Wir reden hier von Propheten wie Ibrahim alayhi salam. Der Prophet Muhammad alayhi salatu wassalam sagt in Sahih Musnad, in seinem Musnad, im Ahmed ibn Hanbal macht das in seinem Musnad. Der Prophet sagt dort, sallallahu alayhi wasallam, innaka lan tad'a shay'an lillahi illa abdalaka Allahu bihi huwa khairun laka min. Alles, was du für Allah aufgeben wirst, an dessen Stelle wird Allah dir etwas Besseres dafür geben. Guck mal, das ist normalerweise ein so wichtiger Hadith, ja, den könnten wir uns immer wieder irgendwo als Hüsnu Hat irgendwo aufschreiben lassen. Alles, was du für, guck mal, nicht für dich, alles, was du für Allah aufgeben wirst, Allah için ne feda ederse, wird Allah Ta'ala dir gewiss etwas Besseres dafür geben. Aber du musst es für Allah aufgeben. Du musst gözden atacaksın, du musst es aus den Augen ausradieren. Fisabilillah, auf Allahs Weg. Das ist dann, wenn der Islam natürlich die höchste Priorität dann bei dir und bei mir hat. Wenn du das für Allah aufgibst
und diskutierst nicht. Ah, ich der Bundesschiedsrichter ist mir wahr, gibt es da eine Entschuldigung dafür? Kann ich doch nicht hier bleiben, Bundesschiedsrichter? Du machst keine Rechnung. Es gibt keine Rechnung im Imam. Es gibt keine Rechnung im Islam. Du gibst etwas für den Islam auf, für deine Religion auf, für den Tawhid auf. Dann sagt der Prophet, Allah wird dir ganz gewiss etwas Besseres dafür geben. Das sagt der Prophet. Und das Einzige, was wir machen können, ist uns aufstehen, Richtung Medina gucken und sagen, Sadaqta ya Rasulallah, du hast das Wahrheit gesprochen, O Allahs Gesandter. Das sehen wir nicht nur bei Ibrahim a.s., das sehen wir auch bei Suleiman a.s. Suleiman a.s. war ein Prophet gewesen, der die Pferde sehr liebte. Er hat die Pferde geliebt. Warum hat er die Pferde geliebt? Weil sie ihm behilflich waren, auf dem Weg Allahs zu kämpfen. Dschihad, weil, wie gesagt, man kämpft ja nicht mit einem Kamel, man kämpft eher mit Rennpferden. Mit Pferden kämpft man. Und so war das damals zur Zeit von Suleiman a.s. auch gewesen. Und er hat sie wirklich geliebt. Allah sagt in der 38. Sure, vom 31. bis zum 33. Vers, إِذَا عُرِدَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ السَّافِنَاتُ الْجِيَادِ, als ihm am Abend die edlen, schnellen Pferde vorgeführt wurden, Suleiman a.s., wir haben im Surah Saad darüber berichtet, قَالَ, hat Suleiman gesagt, إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ. Da sagte Suleiman a.s., ich habe mich der Liebe der irdischen Güter hingegeben, also der Pferden, und es darüber unterlassen, meines Herrn zu gedenken, bis sie sich hinter dem Vorhang verbarg. Heißt, kurz vorm Abend wurden Suleiman a.s. die Pferde vorgestellt. Und das waren wunderprächtige Pferde gewesen, steht in den Tafsir-Büchern geschrieben. Und er hat die Pferde geliebt. Er hat sie so geliebt, dass er das Asr-Gebet vergessen hat, das Asr-Gebet zu verrichten. Die Sonne ist untergegangen, sie ist unter dem Vorhang weggegangen. Nachdem das passiert ist, und Suleiman a.s. hat aufgrund der Liebe zu seinen Pferden das Asr-Gebet verlassen, sagt er, Rudduha alay, bringt sie mir wieder her, die Pferde. Fatafika mesham bisuki wal arnak. Da begann er plötzlich, ihnen die Beine und die Hälse zu zerren. Eine Art des Tafsir, eine andere Art gibt es auch. Er hat ihnen die Beine und die Köpfe abgeschlagen. Warum? Weil sie ihm für eine Sache auf Allahs Weg ein Hindernis gewesen waren. Was? Das Asr-Gebet. Also ich sage jetzt mal nicht falsch verstehen, nur weil sie ihm das Asr-Gebet verlassen haben, hat er sie aus den Augen ausradiert. Sie haben gesagt, er hat gesagt, diese Sachen stören mich auf dem Wege Allahs, obwohl sie ihm für den Dschihad bildlich gewesen waren. Und er hat sie getötet. Was passiert dann? Zwei Verse später, nachdem er sie auf Allahs Weg opfert, weil sie ihm in Allahs Weg ein Hindernis sind, was sagt Allah zwei Verse weiter? فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. Da machten wir ihm den Wind dienstbar, dass er nach seinem Befehl sanft wehte, wohin er es für treffend hielt. Was ist passiert? Er hat die Pferde geopfert, weil sie ihm ein Hindernis auf dem Wege Allahs sind. Und was hat Allah Ta'ala ihm dafür gegeben? Er hat ihm dafür die Winde dienstbar gemacht. Also ein schnelleres Mittel als die Pferde waren dann plötzlich die Winde gewesen. Suleiman a.s. hat sich mit den Winden fortbewegt. Wann hat er ihm aber etwas Besseres gegeben? Nachdem er die Hindernisse, die ihm in seinem Weg standen, für Allah Ta'ala geopfert hat. Deswegen die Aussage des Propheten, إِنَّكَ لَنْ تَدْعَى شَيْئًا لِلَّهِ إِلَّا أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهُوَ عَيْرٌ لَكْ مِنْ. Wenn du etwas für Allah opferst, wird er dir ganz gewiss etwas Besseres dafür geben. Und das sehen wir hier vor allem in der Geschichte von Ashabe Kef. Und das geht auch um die Errichtung auch des Kalifats. Wenn wir sagen, wir möchten gerne in unseren Ländern wieder das islamische Kalifat herbeiführen. Wie denkt ihr denn, wird das denn passieren? Was müssen wir denn alles aufgeben? Wie weit müssen wir denn unsere Dawa lieben, dass wir sagen, Dawa Islamın hayatı hakim olmasıdır. Das heißt, die Dawa ist, dass der Islam über das alltägliche Leben herrscht. So dass der Koran zur Grundordnung, der Islam zum Staat
und die Scharia zum Rechtssystem wird. Wie hoch müssen wir denn unsere Dawa setzen? Ist es nur eine auswendig gelernte Sache? Allah Ta'ala sagt das in der Surah Nur im 55. Vers: وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلِيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. Allah hat denjenigen von euch, die glauben und Rechenschaften werken tun, versprochen, dass er sie ganz gewiss zu Kalifen auf der Erde einsetzen wird, zu Staatsführern auf der Welt einsetzen wird, so wie er diejenigen, die vor ihnen waren, als Staatsführer, als Kalifen, als Statthalter einsetzte. Dass er für sie ihre Religion, den Islam, der er für sie zugestimmt hat, ganz gewiss eine feste Stellung verleihen wird. Das heißt, dass er sie die Religion zum Staat machen will. Und dass er ihnen, jetzt kommt's, nach ihrer Angst, in der sie gelebt haben, stattdessen ganz gewiss Sicherheit gewähren wird. Den Muslimen, was für Muslimen? Ya'budunani, sie beten nur mich an. La yushrikuna bi shay'a, sie machen keinen Schirk. Wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasikun. Wer aber danach ungläubig ist, jene sind die wahren Leute, die vom Weg abgekommen sind. Deswegen ist hier immer dieser springende Punkt der ganzen Geschichte: auf unserem Weg, den wir gehen, auf unserem Lebensweg, den wir gehen, wenn wir uns es nicht erlauben, wenn wir uns nicht das Sachen für Allahs Weg opfern, werden wir unser Ziel nicht erreichen, sogar so weit, dass unsere Gebete nicht akzeptiert und erhört werden. Das ist eine sehr, sehr, sehr wichtige Sache und von der wir heute sehr, sehr, sehr weit entfernt sind. Ja, subhanallah, wir reden ja von Ashab al-Kahf, sie haben alles aufgegeben. Wir reden von Suleiman, der hat seine ganzen Militärsachen aufgegeben. Wir sehen die Sahabe, die haben ihre Familien aufgegeben. Wir schaffen es heute im Jahre 2020 nicht den Muslimen zu sagen, opfert eine Stunde an in der Woche zu einem Koranprojekt. Nerede, nerede. Von wo nach wo? Und dann sagen wir, oh, wir möchten gerne, dass die Zulm in unseren Ländern aufhört, wir möchten gerne, dass die Vergewaltigung aufhört, wir möchten gerne das, das, das. Warum möchten wir denn das? Möchten wir das wirklich? Oder ist das nur ein Grund, dass wir eine Argumentation haben, mit irgendwelchen Leuten zu debattieren? Da sollten wir uns, denke ich mal, wirklich mal alle sehr stark Gedanken drum machen. Was in diesem Vers auch noch sehr wichtig ist und auch eine Lehre für uns ist: diese Ashab al-Kahf, sie haben sich von den Muschrikun und dann vom Schirk distanziert. Wir sind als Muslime verpflichtet, das werde ich gleich nochmal hier sagen, dass wir uns zuerst von den Muschrikun und dann von dem Schirk distanzieren. Es gibt heute Menschen, die schreiben sich dem Islam zu, die sagen, das ist Schirk. Du hast recht. Was ihr sagt, ist Schirk. Demokratie ist Schirk, Willen ist Schirk, das ist Schirk, jenes ist Schirk. Das akzeptieren sie auch, solche Leute kennen wir. Aber die sagen, wenn es um die Person geht, können wir nicht sagen, das ist ein Mischrik geworden. Gibt es viele? Ich kenne sehr viele. Also was heißt das? Du kannst nicht einen Takfir jemand auf Muayyan aussprechen. Explizit, du kannst nicht sagen, das ist Schirk. Aber die Sache, die er macht, ist Schirk. Derjenige oder diejenige sind immer von irgendwelchen Sachen entschuldigt. Ich meine, es gibt einen Wähler. Wenn der Wähler wählt, ist er ein Muschrik. Das ist gar keine Frage. Die sagen, ja, stimmt. Der macht Schirk, aber es gibt eine Entschuldigung. Du musst gucken, hat er die Hujjat bekommen? Ist die Hujjat überhaupt nicht reich? Weiß er überhaupt, dass das Schirk ist? Ist er bewusst? Ist er sich die Sache bewusst? Ist er sich die Sache unbewusst? Und kommen und setzen diesen Leuten letztendlich Entschuldigungen vor, bei und auch in ihrer Lebensweise. Sie sagen, dass alles Schirk stimmt, aber wir distanzieren uns nicht von den Muschrikun. Warum? Weil diese Leute gar nicht als Muschrikun abgestempelt werden. Weil sie immer wieder eine Entschuldigung dafür finden. Und das trägt sich natürlich auf das normale Leben aus, sodass dann letztendlich El-Wela und El-Bera nicht entsteht. Und wenn El-Wela und Bera nicht existiert, dann wird irgendwann das kommen: man distanziert sich ein bisschen und dann kommt man wieder zusammen und dann verschabert Kulubuhum. Und dann sehen wir Menschen hier plötzlich, wie sie
vielleicht monatelang, jahrelang bei uns gewesen waren, sie reden von Tawhid, aber sie haben das nicht verinnerlicht, sie distanzieren sich nicht von den Mushrikun und zum Schluss war eine kurze Distanzierung da, ja, aufgrund vielleicht von irgendwelchen Diskussionen zu Hause, aber weil sie sich nicht real distanziert haben von den Mushrikun, prallen sie wieder zusammen und sie werden letztendlich wieder selbst Mushrikun, weil diese El-Wella und Bera-Aktion nicht entstanden ist und weil viele von diesen Leuten nicht verstehen, der Mushrik erzeugt den Schirk, nicht der Schirk erzeugt den Mushrik. Wir sagen, guck mal, wir sagen zum Beispiel, drei Leute sind in Schirk verfallen. Die Parlamentarier, also die Leute, die im Parlament sind, sind zum Beispiel Mushrikun geworden. Warum? Weil sie Gesetze erlassen. Tamam. Der zweite ist, die Leute, die sie wählen, sind zu Mushrikun geworden. Warum? Weil sie sie unterstützen und weil sie auch die Legitimation für dieses System geben. Drittens, diejenigen, die auf diese beiden, ich guck mal, die einige verstehen das mal falsch, die denken auf eine Gruppe. Diejenigen, die auf diese beiden den Tekfir nicht aussprechen, sind auch Mushrikun geworden. Also Tekrar bi düzelt meyapayım burada. Die denken, diese drei Sachen sind Silsile. Das ist nicht Silsile. Die erste Gruppe ist ein Fall für sich, die zweite Gruppe ist ein Fall für sich, die dritte Gruppe beinhaltet die zwei Gruppen. Also nicht, dass diese Tekfir nicht auf diese zwei Gruppen aussprechen. Sind Mushrikun geworden. Wir haben uns letztens mit einem Bruder, mit einem älteren Bruder getroffen und er sagt, eigentlich, guck mal, damit ihr versteht, was ich hier meine, eigentlich ist die Reihenfolge der Schirkwetwa ein bisschen falsch. Und zwar, die zweite Gruppe ist eigentlich die erste Gruppe. Was heißt das? Wer ist der richtige Mushrik? Wir sagen das Parlament, ne? Nach dieser Auffassung ist es das Volk. Und das stimmt eigentlich auch. Das stimmt so weit, dass wir sagen können, naja, okay, kommt das Ei vom Huhn oder das Huhn vom Ei? Aber, wenn wir uns mal anschauen, dieser Onkel, dieser Bruder, der uns das gesagt hat, der hat recht. Weil, Hakimiyet kaitsi şartsız milletindir. Die Gesetzgebung liegt uneingeschränkt beim Volk. Die Leute, die im Parlament sind, das sind die, auf Türkisch, Milletvekilleri. Das sind die Stellvertreter des Volkes. Milletin vekili. Also, die Leute, die im Parlament sitzen, die sitzen stellvertretend zum Volk da drin. Wer sitzt eigentlich da drin? Das Volk. Denn die Gesetzgebung liegt beim Volk, auch in Deutschland. Wir sagen im Namen des Volkes. Wer hat jetzt den Schirk produziert? Das Parlament? Nee. Das Volk. Das Volk hat die Legitimation für das Parlament des Taruts gegeben und dadurch kommen diese 300, 500 Leute und erlassen die Gesetze. Diese 300 Leute, sie kommen nicht vom Himmel gefallen und sagen, wir machen jetzt was. Das Volk gibt die Legitimation. Also wer gibt die Legitimation zum Schirk? Der Mushrik. Wer ist das Problem? Der Mushrik ist das Problem. Von wem musst du dich distanzieren? Erst vom Mushrik und dann vom Schirk. Auch bei den schlimmen Taten ist das so. Beispiel. Du kannst nicht in einem, ich sage jetzt mal, wie heißt es auf Deutsch, in einer Kneipe sitzen und du kannst dort zwischen 10 Gläser Weizen nicht sagen, Leute, hört auf, Alkohol zu trinken. Du gehst raus aus der Kneipe und sagst draußen, wenn die Leute rauskommen, hört auf, Alkohol zu trinken oder irgendetwas. Du gehst nicht in ein Bordell und sagst dort, hört auf damit. Du machst das außerhalb davon. Du distanzierst dich erst von ihnen und dann von der Tat. Wenn du das nicht machst, rutschen deine Füße schnell aus. Dann kommst du mit einer guten Absicht rein und sagst, ich möchte das ändern, aber letztendlich werden sich dann die Hände und beziehungsweise die Herzen mit ihnen zusammenschweißen. Diese Herangehensweise sehen wir bei allen Propheten, unter anderem bei Ibrahim a.s., wo er sagt, und Allah Ta'ala sagt zu uns, قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ. Für euch gibt es ein gutes Beispiel für Ibrahim und für die Leute, die mit ihm sind, also Milletu Ibrahim. Was ist das Beispiel von Ibrahim a.s.?
Warum sagt Allah Ta'ala, wir sollen uns ein Beispiel an Ibrahim a.s. nehmen? Wenn wir in der Türkei wären und Nihat Hatipoğlu würde jetzt reden, würde er sagen, oh, ich werde Rosen verteilen oder irgendjemand. Ibrahim a.s. war so ein Prophet gewesen, der war zum Beispiel gut zu seinen, wie nennt sich das, Besuchern gewesen, war er ja auch. Aber sagt Allah Ta'ala, er ist für euch ein gutes Beispiel, weil er gut zu seinen Besuchern gewesen war? Warum sagt Allah im Koran, in der Sure, dass Ibrahim für uns ein Beispiel ist? Das ist krass, weil damit wir auch sehen, wie weit sich die Leute, die sich heute zum Islam schreiben, weg vom Islam sind. Die doch alle sagen, warum redet ihr denn heute so? Wir glauben an den Koran und ihr glaubt an den Koran. Warum dieser Unterschied? Ihr glaubt nicht an den Koran. Im Koran, was wir lesen, ist sowas nicht geschrieben, was ihr sagt. Allah sagt, für euch gibt es bei Ibrahim und bin dann mit den Leuten, die mit ihm waren, ein Beispiel. Ey, ya Rabbi, was ist denn unser Beispiel an ihnen? Idha qalu, als sie gesagt haben, Ibrahim und die mit ihm waren, was haben sie denn gesagt? Liqaumihim, zu ihrem Volk. Inna bura'a'u minkum, wir distanzieren uns von euch. Guck mal, erst distanzieren sie sich von ihnen. Von wem? Inna bura'a'u minkum. Wir machen bera, el-vela, el-bera, diosia. Wir machen bera von euch. Wir distanzieren uns von euch. Wa mimma ta'buduna min dunillah. Und danach, nachdem, mit, von den Sachen, denen ihr Schirk gemacht habt. Erst distanzieren wir uns von euch und danach von den Sachen, zu denen ihr Schirk gemacht habt. Und dann nochmal die Bestätigung. Keferna bikum. Wir sprechen den Tekfir auf euch. وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْدَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. Und zwischen uns und zwischen euch wird es ein Hass und eine Feindschaft geben, bis in alle Ewigkeit, solange ihr nicht einzig und allein an Allah glaubt. Also hier sehen wir eigentlich, also Allah sagt für uns, ist er dieser Beispiel, dass die sich zuerst von den Muschrikun distanziert haben, richtig distanziert haben. Sie haben den Tekfir auf sie ausgesprochen und sie haben sogar noch Hass und Feindschaft zwischen ihnen und zwischen denen ausgeführt, bis sie den Tawhid einzig und allein für Allah machen. Das ist so wichtig, also dass Allah Ta'ala uns dies als Beispiel gibt. Zum Beispiel, ein anderes Beispiel, die Sura Kafirun. Allah sagt, der Prophet sagt, derjenige, der von euch sich abends, bevor er schlafen legt, hinlegt und die Sura Kafirun liest, er wird vom Schirk befreit sein. Was sagt uns die Sura Kafirun? Ihr kennt sie alle. Qul, sprich, ja eyyuhal Kafirun, la a'budu ma ta'budun. Guck mal, erst distanziert er sich von den Kuffar. Ja eyyuhal Kafirun, du sagst, das sind alles Kuffar. Du gehst erst auf den auf die Leute und dann sagst du, la a'budu ma ta'budun. Ich bete nicht das an, was ihr anbetet. Also erst der Muschrik, erst der Kuffar und dann der Schirk, den sie letztendlich dann ausführen. Also was in dieser Sure, lange Rede, kurzer Sinn, in dieser Vers wichtig ist, der edle Koran verlangt sich erst von den Tätern und dann von der Tat, sich zu distanzieren. Weil wir das heute nicht machen, sind wir genau da, wo wir heute sind. Evet, wir machen weiter. وَتَرَى الشَّمْسَ إذا طلعت تزاور عن كفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلم تجد له وليا مرشدا. Und du hättest sehen können, wie die Sonne, jetzt sind sie in der Höhle, guck mal, die sind jetzt in der Höhle, Allah Ta'ala öffnet jetzt für uns ein Fenster und zeigt uns, wie sie in der Höhle liegen. Wie liegen sie in der Höhle? Du hättest sehen können, wie die Sonne, da sie aufging, sich von ihrer Höhle rechts hinweg neigte, rechte Seite. Und da sie unterging, sich von ihrer linken hin abwandte. Und sie waren in einem Hohlraum inmitten der Höhle gewesen. Also es gibt einen großen Hohlraum der Höhle. Der Sonnenaufgang und der Sonnenuntergang passiert so, dass die Sonne von ihrer rechten Seite aufgeht, also rechts hin, und geht von ihrer linken Seite unter. Was heißt das? Die Decke ist offen. Bitte? Die Decke ist
Nicht unbedingt. Wir erkennen hier, dass die Öffnung dieser Höhle in Richtung Norden war. Würde sie in Richtung Süden sein, würde die Sonne von der linken aufgehen und zur rechten untergehen. Wir erkennen aber, dass die Öffnung irgendwo in Richtung Norden, die kann auch oben gewesen sein, sich von der rechten hochneigt und geht zur linken. Und das heißt, die Türöffnung dieser Höhle ist in Richtung Norden. Über diesen Vers gibt es vieles zu berichten, weil ich da war, spezifiziert in dieser Sure arbeiten werde, in diesen Versen vor allem, werde ich in viele Sachen nicht hier reingehen. Zalika min ayatillah. Das gehört zu den Wundern Allahs. Die Sonne berührt letztendlich auch nicht ihre, also die bekommen das Sonnenlicht in diesem Schlaf nicht ab. Die Sonne geht an ihren vorbei. Sie bekommen die Sonnenstrahlen nicht ab. Das gehört zu den Zeichen Allahs, zu den Wundern Allahs. Allah leitet, wen Allah leitet, der ist recht geleitet. Doch wen er irre gehen lässt, für den wirst du auf keine Weise einen Helfer und Führer finden. Hier sehen wir, dass Allah Ta'ala sie in einen jahrhundertlangen Schlaf fallen lässt. Ja? Und sie wirklich in dieser Höhle schützt. Es gibt einige Gelehrten, die bringen hier Beispiele von Tasawuf, von Uzlet und Halvet etc. Da möchte ich jetzt nicht weiter reingehen. Wir sehen aber, genau, das werden wir im folgenden Vers jetzt hier sehen. Das ist die Situation in der Höhle und dann sagt Allah, wen Allah leitet, der ist recht geleitet und wen er irre gehen lässt, für den wird es auf keine Weise einen Helfer und Führer geben. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَازًا وَهُمْ رُكُودٌ. Ich mache den 18. Vers. Du meinst, sie seien wach, obwohl sie schlafen. Jetzt gucken wir in die Höhle rein, wir haben die Öffnung, wir haben die Sonnenauf- und Untergänge. Du meinst, sie seien wach, obwohl sie schlafen. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَازًا وَهُمْ رُكُودٌ. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. Und wir drehen sie nach rechts und nach links um. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَعَيْهِ بِالْوَسِيطِ. Während ihr Hund seine Vorderbeine im Vorraum ausstreckt. لَوْ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمَلِئْتُ مِنْهُمْ رُغْبًا. Wenn du sie erblickst, würdest du dich vor ihnen fürwahr zur Flucht kehren und vor ihnen fürwahr mit Schrecken erfüllt sein. Also, eigentlich, objektiv gesehen, haben wir hier eine Horrorsituation. Diese 300 Jahre, Pi mal Daumen, sie schlafen, aber sie drehen sich links und rechts. Sie drehen sich auf die linke Seite, sie sehen sich auf die rechte Seite. Allah sagt zum Propheten a.s., hättest du sie gesehen, dann hättest du aus Furcht, wärst du aus dieser Höhle gerannt. Und der Hund ist mit beiden Beinen ausgestreckt, liegt er vor dieser Höhle. Guck mal Leute, es gibt sehr viele Sachen über diese Verse zu berichten. Bitte, meine Empfehlung zu euch, und das meine ich ganz klar, weil sonst bringt das Koranprojekt nichts. Geht nach Hause, diejenigen, die Türkisch können, sind klar im Vorteil, weil es im Deutschen die Literatur nicht geht. Und lest euch bitte die Verse zur Interpretation hier durch, was unsere Gelehrten alles zu diesen Versen gesagt haben. Ich empfehle euch natürlich zwangsläufig Imam Qurtubi oder andere Gelehrten. Ihr werdet schockiert sein, wie vielschichtig das zu verstehen ist. Bis auf hin, der Hund war nicht in der Höhle gewesen, der war vor der Höhle gewesen, weil wenn ein Hund in der Höhle ist, kommen die Engel nicht rein. Sie machen eine Fiqh-Angelegenheit daraus. Sie sagen, der Sonnenaufgang und Untergang war, dass die Spiegel verkehrt gelebt haben. Einige sagen, dass sie sich in dieser Höhle in einer Zeitmaschine, das sagen alte Gelehrten, dass sie sich in einer Zeitmaschine befunden haben. Dass Zeit und Raum plötzlich verschwunden gewesen waren. Weil, wäre das eine normale Sache, hätte Allah nicht gesagt, ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ. Das sind die Zeichen Allahs. Mit Zeichen Allahs sind hier die Wunder Allahs gemeint. Du denkst, das sind die natürlichen Abläufe, aber das sind nicht natürliche Abläufe. Gelehrten kommen und sagen,
damit Allah hat sie auf die rechte Seite und auf die linke Seite gedreht, damit sie nicht mit dem Boden anschwellen. Ihr kennt das zum Beispiel, wenn jemand im Koma ist oder wenn jemand querschnittsgelähmt ist im Krankenhaus, auf alle Ewigkeiten. Was machen die Ärzte mit den Leuten? Sie drehen sie frühmorgens auf die Seite und abends auf die Seite, damit sie nicht wund werden. Sie werden sogar angezogen, Leute, die im Koma sind. Das macht Allah Ta'ala hier mit ihnen auch. Er lässt sie auf die linke und auf die rechte Seite. Gelehrten kamen, die haben diskutiert, die haben gesagt zum Beispiel, am Tag von Ashura hat sie Allah auf die linke Seite gedreht, auf den anderen Tag von Ashura, ein Jahr später, auf die rechte Seite gedreht. Der andere Gelehrte sagt, nein, die haben zu morgen wurden sie auf die linke Seite, auf abends haben sie auf die rechte Seite. Also wirklich, damit ihr mal seht, was ist überhaupt hier in dieser Höhle passiert, wie sind die Gelehrten rangegangen, guckt euch das bitte an. Aber Allah sagt hier was ganz Klares. Und das ist in den Versen drin. Hättest du sie gesehen, das war kein normaler Schlaf gewesen. Sagt dann Imam Razi, Fakhreddin Razi sagt diesbezüglich, ich verstehe das nicht, sagt er. Wie kann Allah Ta'ala so ein Wunder zeigen, also so ein krasses Wunder, er lässt sie 300 Jahre lang circa schlafen, aber trotzdem dreht er sie rechts und links. Der Allah, der doch imstande ist, sie 300 Jahre lang zu schlafen, der ist auch imstande, sie doch nicht verfaulen zu lassen. Und dann antworten die Gelehrten auf Fakhreddin Razi. Also, das ist wirklich damit, also deswegen ist diese Sure eine Sure, die mich immer wieder schon seit meiner Jugend, seit meiner Kindheit inspiriert hat. Und das möchte ich nicht alles letztendlich jetzt hier einbauen. Und es gibt auch sogar Tafsir-Kommentatoren, ich habe es vorhin zum Beispiel auch gerade noch neu gelesen, zur Zeit von Muawiyah zum Beispiel. Zur Zeit von Muawiyah reist Muawiyah in einem Ort. Mit ihnen ist ein Sahabi. Ich denke, ich will jetzt nicht lügen, ich denke, das muss Ibn Abbas gewesen sein. Muawiyah sagt zu Ibn Abbas, ich weiß, dass die Ashabi Kef in dieser Höhle sind. Ibn Abbas sagt, du darfst nicht dorthin. Muawiyah beharrt aber drauf. Das sind jetzt keine Rivalen, die ausgelogen sind, weil nämlich wir reden kurz nach dem Tod des Propheten. Das sind Sahih-Geschichten, das ist Tarikh. Das ist Tarikh, das ist Geschichte. Und Muawiyah möchte unbedingt dort rein. Und Ibn Abbas sagt, du kannst nicht dort reingehen. Wenn du dort reingehst, wirst du umfallen, wenn du sie siehst. Irgendetwas passiert und sie kommen vor die Höhle und sie sagen dieser Höhle einen Salam und sie bekommen diesen Salam erwidert. Sie bekommen diesen Salam erwidert. Also, was heißt das? Es gibt einige Tafsir-Kommentatoren, die sagen, die Ashabi Kef, sie haben gelebt, sie sind in die Höhle, Allah hat sie hunderte Jahre lang schlafen lassen, dann sind sie auferstanden, sie wurden entdeckt, sie sind wieder in einen Schlaf reingefallen, aktuell immer noch, da gibt es Ikhtilaf, einige sagen, die sind gestorben, einige sagen, sie sind nicht gestorben, dann sagen sie, sie wollten einmal den Salam an den Propheten richten, sie haben den Salam an den Propheten gerichtet, das ist eine andere Geschichte. Und dann werden sie, pass auf, dann werden sie auferweckt werden, wenn Mehdi kommt und Ashabi Kef wird in der schlimmsten Zeit Mehdi unterstützen. Deswegen kommt eine sehr weite Interpretation und sagen, die Leute, die Mehdi unterstützen werden, sie werden die Ashabi Kef sein. Und wer sind die Ashabi Kef? Das sind die Leute der Höhlen. Und wo sind die Leute der Höhlen? Sie sind in Afghanistan. Die Menschen, die in Afghanistan in den Bergen fi sabilillah sind, das sind die Ashabi Kef und sie werden den Mehdi an dem Tag unterstützen, wenn er mit den schwarzen Fahnen am Tag von Khorasan kommen wird und wird Richtung Elia in die Richtung Jerusalem gehen. Das sind Interpretationen, sie beruhen sich auf etwas, aber sie sind so heftig, dass Bücher darüber geschrieben worden sind. Und nach dieser Interpretation sagen die Gelehrten, sie sind heute noch am Schlaf. Und wenn du auch heute sie sehen würdest, du würdest vor Flucht von ihnen reisen. Also wäre nach dieser Interpretation, was? Diese Höhle doch noch nicht entdeckt. Allahu Akbar. Mehr sage ich nicht dazu. Aber letztendlich hat Allah Ta'ala ihnen geholfen. Und das ist das, was für uns wichtig ist. Guck mal, Leute, sie haben nichts gehabt. Die sind einfach losgezogen. Und guck mal, was Allah Ta'ala mit ihnen gemacht hat. Oder noch machen wird. Nur weil sie gesagt haben, das höchste Gut für uns ist der Tawhid. Und wir haben dafür alles aufgegeben.
Weil für uns ist das die Priorität. Und dann sagt dieses Wasiat, was der Prophet an Ibn Abbas sagt, Ich fazillahe yasfirske, Ich fazillahe tajidhu amamek, ta'arraf ilayhi firraha, ya'rifke fi shitta. Beschütze Allah, sagt der Prophet zum Ibn Abbas, so wird Allah Ta'ala dich beschützen. Beschütze Allah, wenn du Allah beschützt, wie beschützt man denn Allah? Indem man seinen Glauben beschützt. Indem man sich von Haram zurückzieht. Da schützt man die Gesetze Allahs. Wenn du das machst, tajidhu amamek, dann wirst du Allah vor dir finden. Ta'arraf ilayhi firraha, erinnere dich an Allah, indem es dir rahat geht. In deinen guten Zeiten, wenn du dich an Allah an deinen guten Zeiten erinnerst, ya'rifka fi shitta, wird er sich an euch in euren schlechten Seiten unterstützen. Und das ist unabhängig von Zeit und Raum. Ja? Und wir sehen hier, dass das Interessante dabei ist, dass der Hund von ihnen vor ihrer Höhle ist. Warum? Warum dieser Hund? Wer ist dieser Hund? Wir wissen es nicht hundertprozentig. Aber wir wissen eins. Nachdem die Ashabe Kef von, ich sag jetzt mal, Dakyanus, von dem Tarut sich auf die Flucht gemacht haben, kommen sie unterwegs auf dem Weg von ihrer Flucht an einem Feld vorbei, am Gebirge, und dort gibt es einen Hirten, Chobanwar. Und dieser Choban sagt, wo wollt ihr hin? Daraufhin sagen sie, wir flüchten von Dakyanus, der Tarut etc. Dann sagt er, ich glaube auch an eure Religion, ich bin auch ein Muwahid. Und dieser Choban, dieser Hirte hat einen Hund mit dabei. Und somit werden sie sieben. Sechs sind die Ashabe Kef, sieben ist der Hirte und der achte ist der Hund. Der Hund ist so wichtig, dass Allah Ta'ala ihn im Koran erwähnt. Gleich zweimal in dieser Sura. Also sie sind fünf, der sechs ist der Hund. Sie sind sechs, der siebte ist der Hund. Sie sind sieben, der achte ist der Hund. Oder sie sind sieben, der achte ist der Hund. Nein, warum? Wenn wir uns, ein Hund, wenn ein Hund dich berührt, nach unserem Messer zumindest, kannst du mit deinen Klamotten kein, mit deiner Kleidung kein, kein Gebet verrichten. Ein Hund ist Najis. Die Gelehrten haben sich in den vier Rechtsschulen darüber gestritten, was von diesem Hund eigentlich Najis ist, aber letztendlich, der Hund ist Najis. Der Prophet a.s. sagt, ein Engel wird nicht in einer Wohnung kommen, wo zwei Sachen sind, entweder ein Hund oder ein Bild. In einer Wohnung, wo ein Bild vorhanden ist, also wo ein menschliches Gesicht zum Beispiel drauf zu sehen ist, oder ein tierliches Gesicht oder eine Statue, oder in einer Wohnung, wo sich ein Hund befindet, da werden die Engel nicht reinkommen. Hange Engel? Die Rahmet-Engel, die barmherzigen Engel, der meint, Keramik, Katimin sind immer da, der Todesengel wird kommen. Ja, der Todesengel wird doch da nicht, ja, sagen, ich bin da gekommen. Ja. Die Merhamet, die Rahmet-Engel werden nicht kommen. Wenn wir uns gucken, wie gesagt, der Hund ist ein Najis-Tier. Es gibt Probleme beim Beten beim Hund. Und Engel werden in dieser Wohnung nicht reinkommen. Jetzt fragen wir uns aber eins. Wie kann so ein Hund mitten im edlen Koran Platz für ihn finden? Dein Name steht nicht im Koran. Mein Name auch nicht. Aber der Hund steht im Koran. Wie kann es sein, dass ein Hund so geehrt wird? Die Antwort ist, nur weil er sich unter den Wahrhaftigen mitbefand, hat Allah Ta'ala ihnen diesen Wert gegeben. Der Hund ist ansonsten Najis, wo sich die Engel der Barmherzigkeit nicht in seine Nähe kommen. Aber wenn du ein Hund bist, aber du befindest dich unter den Wahrhaftigen und ziehst mit ihnen los, auch wenn du oder ich keinen Wert haben, nur weil wir mit den Wahrhaftigen zusammen sind, wird Allah Ta'ala uns dadurch einen Wert geben. Es gibt einen Hadith des Propheten a.s.w., der kommt in Muslim vor, und der Prophet sagt, gewiss hat Allah Subhanahu wa ta'ala, edle, umherziehende Engel. Auf dieser Welt gibt es Engel, die sind nur auf Reise, sie sind auf Suche. Dieser Hadith kommt in Muslim vor. Die Engel, die kreisen die ganze Zeit um die Welt. Und was suchen sie? Die suchen nach Sitzungen, in denen Allah erwähnt wird, die Zikr gemacht werden.
Die suchen nur Meclisler, wo Zikir Meclisleri, wo Allah Zikir gemacht wird. Die haben keine andere Aufgabe auf dieser Welt. Sie reisen nur deswegen herum. Wenn sie eine Sitzung finden, in der Allah gedacht wird, Zikir gemacht wird, so gesellen sie sich zu ihnen, die Engel. Sie umschlingen sie mit Flügeln, 1, 2, 3, so dass zwischen Himmel und Erde davon ausgefüllt sein wird. Semaya kadar, Arsha alaya kadar. Wenn sie sich dann von ihnen trennen, steigen sie zum Himmel herauf. Daraufhin fragt sie Allah subhanahu wa ta'ala, wobei er wohl wissender ist als sie. Woher seid ihr gekommen? Zu den Engeln. Hört zu. Sie erwidern daraufhin, wir kamen von den Dienern, von die auf der Erde, die dich preisen, deinen Größen rühmen, dich verherrlichen und dich loben und dir danken und Bittgebete an dich richten. Die sagen Allahu Akbar, die sagen Subhanallah, die sagen Alhamdulillah, Ilahi, die sagen Astaghfirullah. Allah sagt, und haben sie mein Paradies etwa gesehen? Sie sagen, nein, bei dir unser Herr. Er sagt, was würden sie tun, wenn sie mein Paradies gesehen hätten? Warum tun sie das? Sie tun das, um dein Paradies zu bekommen, fragt Allah. Die machen das nur für Jannah. Dann sagt Allah zu den Engeln, haben sie denn mein Paradies gesehen? Dann sagen die Engel, nein, sie haben dein Paradies nicht gesehen, ja Allah. Was würden sie dann tun, wenn sie mein Paradies sehen würden? Dann sagt Allah, haben sie denn mich gesehen, dass sie mich lobpreisen, dass sie mich Takbir und Tahlil machen? Die Engel sagen, nein, ja Rab, sie haben dich nicht gesehen. Wie würden sie dann wohl Zikir und Tesbih und Tahlil und Takbir machen, wenn sie mich sehen würden? Dann sagt er, wobei bitten sie mich denn? Sie sagen, sie bitten dich um dein Paradies. Er sagt, und haben sie ein Paradies gesehen? Nein, sie sagen, sie haben es nicht gesehen. Was würden sie tun, wenn sie mein Paradies sehen würden? Sie sagen, und sie bitten dich, sie zu bewahren, sie zu retten. Dann sagt Allah, woher bitten sie mich denn, sich zu retten? Sie sagen, von dem Feuer. Sie möchten nicht ins Feuer geworfen werden. Dann sagt er, haben sie denn etwa mein Feuer gesehen? Sie sagen, nein. Daraufhin sagt Allah, was würden sie dann wohl tun, wenn sie erst mein Feuer sehen würden? Sie sagen, und sie bitten dich um Vergebung. Astaghfirullah, sagen sie. Und er sagt, ich habe ihnen bereits vergeben und das gegeben, wonach sie mich baten und sie davor bewahrt, wovor sie mich um Rettung anflehen. Deswegen sind diese Zikir-Majlisse, diese Unterrichte, die wir machen, sehr, sehr wichtig. Die Koranverlesungen unter uns sind sehr, sehr wichtig, dass wir das in Gemeinschaft machen. Ja, sehr, sehr wichtig. Jetzt kommt aber einer und sagt, von den Engeln, pass auf jetzt, Ya Rabbi, unser Herr, unter ihnen ist ein so und so, also qala fayaqul Rabbi fahum fulanun abdun khata'un innama harra majlisa ma'hum. Unter diesen Leuten in diesem Majlis ist ein Sünder. Er lief vorbei und setzte sich lediglich zu ihnen hin. Also wir machen jetzt hier Dars, wir machen jetzt Zikir und hier öffnet sich der Tür. Irgendeiner kommt hier rein, er ist ein Sündiger. Es muss aber ein Muslim sein. Ein Sünder kommt hier rein. Und die Engel sagen, Ya Rab, was ist denn mit dieser Person? Der hat gar nicht mitgemacht. Der hat sich nur dabei befunden. Der kam einfach so hier rein. Daraufhin sagt Allah, وَلَهُ غَفَرْتُهُمْ الْقَوْمُ لَا يَشْكَى بِهِمْ جَالِسَهُمْ. Und ihn habe ich auch vergeben. Sie sind Leute, in deren Gesellschaft keiner unglücklich sein wird. Das heißt, nur weil ein Mensch ein Sünder war, hat sich aber mit dem Sadiqun befunden, mit den Majlis-Leuten befunden, die Allah Zikr gemacht hat, wird Allah Ta'ala, obwohl diese Person überhaupt nichts dort zu suchen hatte, als Allah Ta'ala diese Gruppe um Vergebung gibt, in den Himmeln, sagt Allah, und diesen Menschen, der sich einfach in dieser Gruppe verlaufen hat, aber nur weil er sich unter ihnen befunden hat, werde ich ihn auch verzeihen. Und so ist das mit Qitmir, mit dem Hund von Kef. Nur weil dieser Qitmir sich unter den ehrlichen Leuten befand, wurde er im Koran ernannt. Und wenn wir heute das Wort Kelb in diesem Kontext lesen, ist das ein Zikr und wir bekommen für jeden Buchstaben 10 Hasanat. Warum? Weil dieses Tier sich unter den Wahrhaftigen befand. Deswegen sagen wir immer wieder, unsere Aufgabe ist es immer mit dem Muwahhidun zusammen zu sein, weil ich kann ein Sünder sein, ihr könnt die Guten sein.
ich kann durch euch, inshallah, ins Paradies kommen. Oder einer von uns, der gar nicht hier vielleicht jetzt groß das hat, nur weil wir um uns ihn befinden, können wir durch seine Sache ins Paradies kommen. Inshallah, subhanahu wa ta'ala. Das ist hier eine sehr, sehr wichtige Sache. Und deswegen wird der Hund hier in dieser Sure mit erwähnt. Abu Darda sagt diesbezüglich, ich sage das in diesem Rahmen, das ist so wichtig, sich in diesem Majlis zu befinden. Ich gebe jetzt drei verschiedene Versionen an, die sagen, und das sagen alle islamischen Gelehrten mit, kun aliman, au mutaalliman, au muhibban, au muttabi'an, wa la takun al-khamis fatuhlik. Sei entweder ein Gelehrter oder ein Schüler oder einer, der sie liebt oder einer, der sie befolgt. Wala takun al-khamis, sei bloß nicht einer von den Fünften, fatuhlik, ansonsten wirst du vernichtet werden. Das sagt Abu Darda. Al-Hasan sagt, ardud aliman au mutaalliman, sei entweder ein Gelehrter oder ein Schüler, au mustami'an, oder ein Zuhörer. Wala takun rabi'an, sei niemals der Dritte, fatuhlik, ansonsten wirst du vernichtet werden. Deswegen, entweder gib den Unterricht, hör den Unterricht, also entweder gib den Unterricht, sei hier einer, der den Unterricht wie ein Schüler mitbefolgt, oder sei einer, der zuhört oder der sie letztendlich liebt. Wenn du einer von den Vierten bzw. von den Fünften bist, fatuhlik, dann wirst du vernichtet werden. Und so war letztendlich der Hund von Ashabe Kehf gewesen. Und wir müssen immer sehr stark aufpassen, von was wir eigentlich sind. 19. Vers. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ. Und so erweckten wir sie, auf damit sie sich gegenseitig fragten. Hunderte Jahre vergehen jetzt. Es ist jetzt vergangen, die Schlaf. Dann erweckt sie Allah. Warum erweckt er sie? لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ. Damit sie sich untereinander befragen. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِسْتُمْ. Einer von ihnen sagte, wie lange habt ihr verweilt? قَالُوا. Sie sagten die anderen, لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْدَ يَوْمٍ. Verweilt haben wir einen Tag oder einen Teil des Tages. Obwohl hunderte Jahre vergangen sind, hat sich an ihren, das sagen die Gelehrten, ihre Haare sind nicht länger geworden, ihre Fingernägel sind nicht länger, also an ihrem Körper hat sich nichts geändert. Sie haben gedacht, sie haben nur einen Tag geschlafen. Die Gelehrten sagen, sie haben zum Sonnenaufgang sind sie dort rein, zum Sonnenaufgang, Untergang sind sie aufgestanden, nach hunderten von Jahren. Aber sie dachten, das ist ein Tag. Oder umgekehrt. Die diskutierten untereinander, wie lange haben wir verweilt? Der eine sagte einen Tag, der eine sagte ein bisschen mehr. Dann ist die andere hat dann gesagt, قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِسْتُمْ. Euer Herr weiß am besten, wie lange ihr verweilt habt. فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ. So schickt einen von euch mit diesen euren Silbermünzen in die Stadt. فَلْيَنْزُرْ أَيُّهَا أَسْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. Schickt ihr mit den Silbermünzen in die Stadt, Bironik ist Silbermünze, er soll sehen, welche ihre reinste Speise ist und euch von einer Versorgung bringen. Er soll behutsam sein und ja niemanden etwas von euch merken lassen. Hier, im vorletzten Vers, sehen wir, dass diese Leute, die Ashabe Kehf, aufstehen und sie diskutieren untereinander. Wie lange haben wir verweilt? Einer kommt plötzlich und sagt, قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمْ بِمَا لَبِسْتُمْ. Nur euer Herr weiß am besten, wie lange ihr verweilt habt. Warum sagt er das? Guck mal, die Ashabe Kehf ist doch ein Beispiel für uns. Jede Geschichte im Koran ist ein Beispiel für uns. Wir müssen uns auch an dieser Geschichte, vor allem an Ashabe Kehf, daran messen, wie haben wir uns denn zu verhalten. Hier gibt es zwei Gruppen, die diskutieren miteinander, wie lange sie verweilt haben. Der eine sagt einen Tag, der eine sagt ein bisschen länger, der eine sagt ein bisschen kürzer. Dann kommt einer und sagt, nur Allah weiß, wie lange ihr verweilt habt. Das heißt, die Lektion aus diesem Vers ist, wenn es zwei Gruppen gibt, die untereinander diskutieren, die aber keinen Beweis haben, dann ist es eure Aufgabe
als Nachfolger der Ashabe Kehf dieses Gespräch zu beenden. Weil was Allah Ta'ala auf jeden Fall nicht mag, sind sinnlose Gespräche. Lerr nennt sich das. Einfach nur reden. Es gibt zwei Gruppen, die reden miteinander. Diese Gruppe hat keinen Beweis und diese Gruppe hat keinen Beweis. Wenn das so ist, sollte man dieses Gespräch beenden. Und nur sagen, Allah Ta'ala weiß am besten, wie lange ihr verweilt habt. Muwahidun, Muslime, sie verfangen sich nicht in Diskussionen der sinnlosen Gespräche. Vor allem, wenn keine Beweise auf beiden Seiten führen. Nur ich habe gehört und ich fühle und ich denke. Das ist sehr wichtig. Auch in Islam, vor allem, hier geht es nicht um den islamischen Bereich. Die diskutieren hier nur um weltliche Sachen. Wie lange hast du verweilt? Ein Tag, weniger. Der Typ sagt, es ist doch egal, wie lange ihr verweilt habt. Allah weiß am besten. Warum? Weil ein Muslim, er redet keine sinnlosen Sachen. Alles, was er macht, ist entweder Zikir für die Dawa und wenn er schweigt, ist es Fikir. Das ist das Wichtigste. Der Rest, sagt der Prophet, wird am Tage des jüngsten Gerichts gegen uns ein Argument sein. Ein Muslim, eine Muslima muss so sein. Es wird zum Beispiel berichtet, ich denke, Ibn Majah müsste diese Vorfall berichten. Der Prophet a.s. ist zu Hause bei sich und plötzlich hört er in der Moschee, ihr wisst ja, das Haus des Propheten und die Moschee ist ja nur eine Wand, wie die Sahabe untereinander diskutieren über die Verse. Die eine Gruppe der Sahabe sagt das, die eine Gruppe der Sahabe sagt das. Dann kommt der Prophet raus und die sagen, der Prophet, sein Gesicht war knallrot gewesen, so wütend war er gewesen. Er hat gesagt, seid ihr denn Leute, die die Verse Allahs gegeneinander kämpfen lassen, wie die Hühner bei einem wie bei einem Streit. Wenn ihr nichts wisst, er sagt, handelt mit dem, was ihr wisst, und mit dem, was ihr nicht wisst, fragt sie es den Wissenden. Aber kommt bloß nicht und lasst die Verse Allahs gegeneinander kämpfen, als dass, wenn ein Zuhörer dort denken würde, dass es ein Kampf zwischen den Versen ist. Also Kalam Tartishmalar. Das ist eine sehr gefährliche Geschichte. Und diese Geschichte, und das ist bei der Religion. Und hier sehen wir das nicht bei einer religiösen Sache, hier sehen wir das bei der Struktur der Ashabe Kehf, dass sie sich nicht mit sinnlosen Sachen beschäftigt haben. Einer von ihnen kam, wenn sowas kam, hat gesagt, wir diskutieren nicht weiter. Wir als Muwahhidun, heute vor allem hier im Auftrag des Islam, wir haben die Aufgabe, uns mit sinnvollen Sachen zu beschäftigen. Wenn wir kein Delil haben in einer Sache, sind wir ruhig. Und noch schlimmer ist, wenn wir über weltliche Sachen reden und die uns in unsere Dawa dann letztendlich dann stoppen. Wir treffen uns nur, um islamische Sachen zu reden. Wir treffen uns nur deswegen, um die Dawa voranzutreiben. Wir setzen uns nicht, um Tratsch zu machen. Bei uns gibt es keinen Kaffeeklatsch. Wir trinken den Kaffee, wir trinken den Chai, aber beim Kaffee trinken und beim Chai trinken oder bei was anderem, diskutieren wir, reden wir darüber, wie wir den Islam weiterbringen können. Alles darüber hinaus wird gegen uns verwendet werden. Vor allem, wenn wir Dawa-Träger sind. Und das ist hier sehr, sehr wichtig. Und das sehen wir bei Ashabe Kehf. Das sehen wir in der Struktur der Ashabe Kehf. Leute, das ist keine Organisation, die international agiert. Das sind 5 oder 10 Leute. Weniger als 10 Leute, die diese Struktur in sich aufgebaut haben. Sie haben geheim agiert. Sie sind geflüchtet. Sie haben sich eine Höhlezuflucht gesucht. Allah hat ihnen geholfen. Ja? Sie haben sinnlose Gespräche sein lassen. Wenn es ein Gespräch kam, unter dem kam einer, hat das sofort ausgedreht und hat gesagt, wir diskutieren, obwohl es keine religiöse Angelegenheit war. Sie haben nur diskutiert, wie lange sie bleiben. Wie ist es dann, wenn eine religiöse Angelegenheit das ist? Unsere Gelehrten sagen diesbezüglich. Al-ilmu, qala Allahu, qala Rasulu, qala Sahabatu ulul ilmi irfan, mal ilmu nasbatu lil khilafi safahatin. Das Wissen ist Allah sagt und sein Gesandter sagt. Die Sahaba sagen, die Kenntnisreichen. Wissen sind nicht die Widersprüche der unwissenden Zeilen zwischen den Gesandten und den irgendwelchen Einflussreichen. Nochmal, ich sag's nochmal. Das Wissen im Islam ist Allah hat gesagt, der Prophet hat gesagt, und die Sahaba hat gesagt. Es ist nicht ein Widerspruch, ach, die Zeilen sagen das, die Zeilen sagt. Und es ist kein Kampf zwischen den Gesandten und irgendeinem Menschen, der nennenswert ist, der unnennenswert ist.
Wissen ist nur, قال الله, قال الرسول, und die Sahabe haben gesagt. Dann sagt man zum Beispiel, Imam Shafi wird das zugesprochen, dieses Gedicht, كل علوم سواء القرآن مشغلة إلا حديث وعلم الفقه في الدين العلم ما قد كان قيل قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. Außer dem Koran ist jedes Wissen ein Zeitvertreib. كل علوم سواء القرآن مشغلة. Alles außer dem Koran ist, alles Wissen außer dem Koran ist ein Zeitvertreib. مشغلة, es ist was Sinnloses. إلا حديث وعلم الفقه في الدين. Außer die Hadith-Wissenschaft und das Fiqh in der Religion. Al-ilmu ma kat kana alayhi qala hadathuna. Die Rivayat ist jenes, was das Wissen ausmacht. Wama siwa dhaka waswasu shayatin. Alles darüber hinaus sind Einflüsterungen der Satane. Und das müssen wir uns angewöhnen. Qala Allah, qala Rasul und qala Sahabe. Das ist für uns sehr, sehr wichtig. Alles darüber hinaus sind sinnlose Diskussionen und waswasu shayatin, wenn sie sich damit widersprechen. Das ist hier eine sehr wichtige Sache. Und wir als Muslime, als eine Struktur, die sich behaupten, so zu folgen, wir müssen auf diesen Sachen sehr, sehr stark darauf achten, was nicht sinnlose Gespräche zu machen. Auf was müssen wir noch achten? Hier steht geschrieben, einer sollte von dieser Gruppe, die sind aufgestanden, die haben Silbermünzen bekommen, und der soll in die Stadt gehen, um was zu holen? Übrigens Silbermünze. Aufgrund deswegen, weil hier das Biwarik, diese Silbermünze steht, ist meine persönliche Meinung, also bitte nicht falsch verstehen, dass die Ashabe Kef zwischen Izmir und Mersin sein muss. Warum? Es gibt zwischen Izmir und Mersin einen Weg, das nennt sich Likya-Yolo. Ich wusste es nicht, ich habe später erfahren, nachdem ich selber dort gewesen war. Ich war in der Gegend von Fethiye gewesen, also dein Name. Und da war ich auf einem Weg, so ein Schotterweg. Also normale Schotterweg, so was sie halt in diesen Gebieten hier kennen. Und da hat man zu mir gesagt, das ist Likya-Yolo. Was ist Likya-Yolo, das Weg von Likya? Da machen viele Leute heute Marathonlauf. Gut, interessiert mich nicht. Also auf jeden Fall geht da einige hunderte von Kilometern, fast ne, hunderte Kilometer lang. Was ist aber dieses Likya-Yolo? Da hat man zum ersten Mal das Geld erfunden. Und das Geld in Vertrieb gebracht. Man wusste jetzt nicht ganz genau, zu was für eine Zeit das gewesen war, zur Zeit der Römer etc. Und dort wurden Silbermünzen in Gang gebracht. Und auf diesen Likya-Yolo, was südlich von Izmir, also nicht direkt Izmir, südlich von Izmir anfängt, also Efes, Allahu Alem, geht dann so ein Weg bis in Richtung Mersin. Da könnt ihr euch mal zu Hause privat informieren. Likya-Yolo. Heute benutzt man das, um, ja, um Marathonläufe zu machen oder längere Wanderungen zu machen. Aber es geht wirklich um hunderte Kilometer. Es geht irgendwie so über Antalya vorbei etc. Und da wurden Silbermünzen transportiert. Allahu Alem, da Allah Ta'ala das hier so ein bisschen so auch dieses in Vordergrund bringt. Sanki, da ist sowas, so dieser Anstoß, bisschen dieser Denkanstoß in dieser Seite. Dieser von diesen Ashabi Kef soll eine Silbermünze nehmen und er soll in die Stadt gehen. Warum? Damit er dort Eyuha askar ta'aman falyatikum biriskin min. Damit er dort die sauberste und reinste Speise holt. Was heißt das letztendlich? Die Notwendigkeit in einer Jamaat ist ein sauberes Essen. Guck mal Leute, das Essen ist so wichtig im Islam, also es ist so wichtig, es gibt zwei Bedingungen im Islam, damit eine Sache erlaubt ist. Zwei Bedingungen. Was sind diese zwei Bedingungen? Sagst du, Elle? Bishi yemek için gibt es im Islam zwei Bedingungen. Genau, es muss halal sein und es muss tayyib sein, sauber sein. Eine Sache kann im Koran nicht namentlich vorkommen. Affe. Beispiel jetzt nochmal. Es wäre halal, also halal, weil es ja nicht im Koran namentlich verboten ist, das zu essen. Ist es tayyib? Also überlegt es euch. Deswegen nur halal reicht im Islam nicht.
Es muss auch tayyib sein, es muss rein sein. Da haben die Gelehrten wirklich genug darüber diskutiert. Es ist so wichtig, guck mal, Allah sagt in der Surah Baqarah, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. O ihr Menschen, isst auf der Welt Sachen, die halal sind und rein sind. Und dann sagt er, wala tattabi khutuwati shaitan. Und folgt nicht den Fußstapfen des Satans. Weil wenn wir Sachen essen, die nicht halal sind, die nicht rein sind, werden wir letztendlich den Folgen, wen? Den Fußstapfen des Satans. Innahu lakum aduwwun mubin. Er ist für euch ein offenkundiger Feind. In der Surah Mu'minun sagt Allah das nicht nur an die Menschen, sondern an die Propheten. Er sagt, Ya ayyuhar rusulu, o ihr Gesandten, o ihr Propheten, kulu minat tayyibati wa'malu saliha. Esst von den sauberen Sachen auf dieser Welt. Nicht nur halal, wat tayyibat. Esst von den sauberen Sachen von dieser Welt. Leute, gestern haben wir das Thema angesprochen. Der Mensch isst, was er isst. Wir können uns als Muslime keine Haram bzw. keine verbotenen Sachen erlauben. Deswegen war die Struktur der Ashab-e Kahf so aufgebaut, dass sie sogar darauf geachtet haben, wenn sie jemanden in die Stadt schicken, sagen, holt uns die reinste Speise. Er hätte ja auch sagen können, hol uns irgendetwas. Aber sie betonen uns, es ka ta'amem, hol uns die reinste Speise. Leute, wirklich, ihr isst, ihr seid, was ihr isst. Und das, was dir ist, macht letztendlich euren Charakter, unseren Charakter aus. Ja, nee. Beispiel. Menschen zum Beispiel, die sehr viel Fleisch essen, die jeden Tag Fleisch essen. Ihr werdet sehen, dass diese Menschen, die jeden Tag Fleisch essen, einen sehr starken, so ein richtiges harter Mensch werden. Die werden so richtig so, also ich sage jetzt mal auf Türkisch nicht falsch verstehen, hayvanlaşıyorlar. Die werden so richtig wie so ein Tier. Wenn sie immer Fleisch, 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 sie bekommen nicht so ein richtig weißes Herz, sie werden immer so härter, härter, härter. Menschen, die sich nur vegetarisch ernähren oder nur von pflanzlichen Sachen ernähren, ihr seht, dass diese Menschen so sprunghafte Menschen sind, lustig, das ist, weil man so isst, dann entsteht dann dadurch. Man sagt zum Beispiel in der Türkei, die Leute, die zum Beispiel aus dem Schwarzmeergebiet kommen, die Laslar, das sind mehr diese lustigen Menschen, die machen sich über viele Sachen lustig, das sind nette Menschen etc., weil sie halt aus einem Schwarzmeergebiet kommen und sogar die Witze, die heute aus der Türkei kommen, Karadeniz Fıkraları, die kommen aus dem Schwarzmeergebiet. Warum? Weil sie die ganze Zeit immer so otyorlar, sie essen Pflanzen, trinken Tee etc. Aber Menschen, die zum Beispiel aus der südlichen Region kommen, aus dem kurdischen, aus dem arabischen Gebiet, das sind mehr dann so diese harten Menschen, die sagen dann, Dings, und das war es dann halt so gewesen. Warum? Weil sie halt dann mehr in dieses Fleischliche gehen. Es ist so wichtig, dass Allah Ta'ala uns darauf Acht gibt und sagt, ihr müsst darauf achten, was ihr isst und in was für einem Rahmen ihr konsumiert. Aber wir als Muslime heute, wir in dieser Zeit, in der wir leben, wir müssen noch mehr auf unsere Sachen achten, weil jede Unreine, pass auf, jede Unreine und jede verbotene Speise, sie wird uns an einer guten Tat hindern. Glaubt euch das. Eine verbotene Sache, die ihr isst, oder eine unreine Sache, die ihr isst, sie wird euch von einer guten Tat abhandeln. Deswegen sagt der Islam, Halal essen, sauberes Essen, reines Essen ist das A und O des Muslims. In dem Augenblick, wenn ihr eine Haram-Sache zu euch nehmt, wenn ihr Alkohol zu euch nehmt, wenn ihr Produkte nehmt, die mit Alkohol verbunden sind, wenn ihr das Fleisch der Muschrikun isst, dann werdet ihr irgendwann kaputt gehen. Wir können uns diesen Luxus nicht erlauben, Leute. Wir sind Muslime. Wenn wir in ein Handelszentrum, wenn wir in ein Einkaufszentrum gehen, wir können nicht sagen, gut, das ist der Joghurt, den nehme ich jetzt, das ist das Brot, das nehme ich jetzt, das können wir nicht. Wir müssen gucken, gut, das ist Brot, was sind die Zutaten? Oh, da steht schon mal 471e. Was heißt das? Monodiglyceride. Monodiglyceride. Was ist das von Speisefettsäuren? Was für Speisefettsäuren? Sind das pflanzliche oder sind das tierliche? Wenn das tierliche sind, also versteht ihr, was ich meine? Sogar wenn ihr Schnuckzeug, wenn ihr Schokolade isst, da sind Produkte drin, die mögen vielleicht halal sein,
halal sein, da ist kein Schwein drin, da ist kein Alkohol drin, aber das mag vielleicht unrein sein. Da steht zum Beispiel irgendetwas, das ist kein Schwein und das ist kein Alkohol, aber das könnte bei einer zu viel langen Konsumierung zu Krebs führen, weil dort X vorhanden ist. Also, so wie die Leute uns zum Beispiel heute sagen, die Religion, die ihr verkündet, die kann man in der Stadt nicht leben. Ihr müsst auf die Berge, ihr müsst in die Höhle. Diese Leute werden uns sagen, die Religion, die ihr verkündet, ihr könnt ja gar nichts mehr essen. Sollen wir nur noch Brot und Zwiebeln essen? Da sage ich, nein, nur noch Zwiebeln, weil bei Brot müsst ihr nach E gucken. Also in dieser Zeit leben wir. Und deswegen, nach was sind wir dann verpflichtet? Dass wir Muslime, wir Muwahhidun, in der heutigen Zeit uns Läden eröffnen, also uns Läden öffnen als Muwahhidun und wir sagen, wir bieten den Muslimen hier Halal und Tayyib Essen an. Und dann ist es eine Verpflichtung für die Muslime, in diesem Laden noch einkaufen zu gehen. Sei es bei dem Bruder oder bei der Schwester, spielt überhaupt keine Rolle. Die sind dann verantwortlich, dort Halal und Tayyib Essen anzubieten. Wir Muslime, wir achten überhaupt nicht drauf. Überhaupt nicht. Wir finden irgendwann eine Fetwa. Bis darauf hin, dass wir von den Muschikun das Geschlachtete essen. Und dann sagen wir, ja Rabbi, warum bringt uns Allah den islamischen Staat nicht? Wie soll denn der Staat kommen, wenn du nicht mal auf Fleisch verzichten kannst? Auf Fleisch! Du kannst nicht auf Fleisch verzichten, ja? Du sagst, ja Rabbi, ich muss das Fleisch essen. Ich mache jetzt eine andere Fikr. Ich sage jetzt Darul Islam, Darul Halb, etc. Ich esse jetzt das Fleisch. Vielleicht hast du auch noch Teilrecht, weil es eine Fikr-Angelegenheit ist. Aber wie soll Allah dir helfen und wie soll Allah sagen, dieser meine Diener, er konnte nicht mal Fleisch ausgeben. Wie soll ich ihm die Sicherheit und den islamischen Staat geben? Du hast nicht mehr Fleisch aufgegeben. Diese Leute haben Familie aufgegeben, Leben aufgegeben, Zeit aufgegeben. Sie haben alles aufgegeben. Und du sagst, ich möchte aber meinen Bürger unbedingt essen. Was ist das? Das ist die Situation, in der wir heute gekommen sind. Deswegen meine Empfehlung, was ist meine Empfehlung? Hascha. Also der Islam sagt, achtet sehr stark auf Halal und auf Tayyib und vergesst niemals, ihr seid, was ihr isst. Und jede Haram-Speise, die ihr mit einnimmt, beziehungsweise jede unreine Speise, die ihr einnimmt, sie wird uns von einer guten Tat wegkommen lassen. Und vergesst nicht, alles das, was ihr isst, macht euren Charakter aus. Deswegen guckt, wie der Prophet a.s. gegessen hat, wie er sein Essen eingeteilt hat und handelt ganz genauso. Und subhanallah, gebt mal einfach euer Essen ein bisschen auf. Wir sehen das doch. Wir erklären den Tawhid, kein Problem. Wir erklären den Takfir, kein Problem. Wir sagen, wir gehen nicht ins Parlament, wir wählen nicht, kein Problem. Wir sagen das, kein Problem, wir sagen kein Problem. In dem Augenblick, wenn wir uns mit unserer Familie ans Essentisch setzen und wir sagen, wir essen unser Fleisch nicht, bricht der Krieg aus. Genau in diesem Thema Fleisch sagt Allah im edlen Koran, im Kontext zum Thema Fleisch, وَإِنْ أَتَعْتُمُهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. Wenn ihnen folgt, dann werdet ihr genauso Muschrikun werden wie sie. Das ist eine sehr, sehr wichtige Sache, Leute. Zum Schluss sagen sie, die schicken den in die Stadt. Warum? Mit einer Silbermütze, damit sie ihnen die beste Speise gibt. Dann, وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا, sagen sie zu dem einen, den sie in die Stadt geben. Wenn er in die Stadt geht, soll er وَلْيَتَلَطَّفْ, soll er sehr sanftmütig sein. Er soll sich nicht kennbar machen. Er soll sich so verhalten, als ob er unsichtbar ist. Latif. Er soll sich so ganz wie ein Geheimdienst verhalten. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. Und er soll sich bloß nicht kennbar machen und uns nicht bloß nicht aufdecken lassen. Hier haben wir im 19. Vers war das gewesen. Nicht nur neben den, also wie ist die Struktur des HBKF aufgebaut? Sie achten nicht nur auf ihr Essen. Sie tun nicht nur sinnlose Gespräche nicht weiterführen, sie handeln wie ein Geheimdienst. Weniger als 10 Leute. Sie sagen, wenn ihr in die Stadt geht, soll keiner von ihnen euch entdecken. Das beste Beispiel diesbezüglich ist eigentlich das Sahabe. Radwanullahi alayhim ajma'im.
die so agiert haben in der Zeit von Mekka. Ich sag's ganz ehrlich am Anfang gleich, wir sind von allen fern. Wir sind vom Essen fern, wir sind vom sinnlosen Gerede, machen wir jeden Tag. Also wir verhalten uns überhaupt nicht wie diese Ashabe-Kef. Also öle, okumaklan, will ich auch mehr. Wir müssen das natürlich verwirklichen. Wenn wir uns die Sahabe angucken, wir sehen, dass sie in Mekka, als sie mit dem Tode bedroht worden sind, über Jahre hinweg sich in Darul Erkam getroffen haben und keiner wusste, dass sie sich in Darul Erkam treffen. Das ist genauso, wenn wir hier in Sontra, in der Fußgängerzone, eine Moschee haben, einen Treffpunkt haben, über Jahre hinweg und keiner weiß, dass wir uns dort treffen. Schaffen wir das? Bevor wir das überhaupt aufgemacht haben, wissen die Leute das. Und hier treffen sie sich, die Sahabe, und dieser Darul Erkam befindet sich ganz genau unter dem Berg von Safa. Also wenn ihr inshallah mal irgendwann Umrah machen solltet und ihr geht zum Berg Safa, also das ist in Masjid al-Haram drin jetzt heute. Ihr fängt vom Berg Safa an, den ersten Sight zu machen, wo der Berg aufhört. Da ist so eine Brücke darüber, so eine Marmorbrücke. Genau dort, wo die Mulde ist, da war das Haus von Erkam bin Ebil Erkam gewesen. Er war 18 Jahre alt. Er war 18, seine Frau war auch ca. 18, 17, 18 Jahre alt gewesen. Dieses Paar, die beide 18 Jahre alt sind, haben dort ein Haus. Dieses Haus ist von der Kaaba nicht mal 1 Kilometer entfernt. Und dort befindet sich Darun Nedwe, das Parlament der Mushrikun, wo Sachen beschlossen werden gegen die Muslime. Und die befinden sich keinen Kilometer weit weg, am Berg von Safa, über Jahre hinweg. Keiner bekommt das mit. Und sie bringen dort den Leuten den Islam bei. Die Leute, von denen du heute den Islam lernst, sind in diesem Haus aufgezogen worden. Über Jahre hinweg und keiner hat es mitbekommen. Diese Sache bringt mir schon Ashabe Kef bei. Wenn ihr in die Stadt geht, seid so eine Art unsichtbar. Lasst euch nicht sichtbar machen. Wie sind wir heute? Ich bin ja Muslim. Allahu Akbar. Ich ziehe mein Zarek auf, ich ziehe mein Turban auf, ich gehe dann durch. Das geht nicht in dieser Zeit. Warum? Weil wir sind nicht in dieser Zeit. Wir sind in einer ganz anderen Zeit. Und das ist dieses Beispiel von Ashabe Kef. Und Sanki Allahu Ta'ala sagt, in Ahir Zaman werdet ihr in so einer ähnlichen Zeit leben. Seid unsichtbar. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Sahabe berichtet. Ihr müsst euch das mal vorstellen, ihr seid so viele Leute, aber ihr werdet nicht entdeckt. Mitten neben dem Parlament. Über Jahre hinweg. Was für eine Erziehung hat der Prophet denn ihnen gegeben? Mit was hat er den Propheten denn ihm beigebracht? Er hat ihnen auch gesagt, wenn ihr reingeht, dann macht das und wenn ihr rausgeht, macht das. Kommt zu dieser Zeit rein, geht zu dieser Zeit raus. Sogar der Prophet, das war nicht sein Haus gewesen. Sein Haus war ein bisschen weiter weg. Also das war ein bisschen mehr so vielleicht, ja, also 300 Meter weiter weg. Und er hat sich dort getroffen. Und sie wurden nicht entdeckt. Ja? Das war der Stützpunkt von den Sahabes gewesen. Es gibt zum Beispiel eine sehr wichtige Geschichte in der Sira am Anfang des Propheten. Ebu Zer el-Ghifari. Jeder kennt von euch diesen Namen. Er kommt von dem Stamm von Ghifar. Das ist Kilometer weit weg von Mekka. Er war normalerweise Eschkia. Wir sagen im Türkischen Eschkia, dann Evliya olan Adam. Vom Gangster wurde er zu einem der besten Muslime. Ja? Er kommt, Ebu Zer el-Ghifari. Er bekommt mit, dass in Mekka einer gekommen ist und er berichtet von der Religion Allahs. Ebu Zer el-Ghifari. Er schickt seine Verwandten in die Stadt und sagt, hör dir das mal an, was erzählt denn dieser Mensch? Der kommt zurück und sagt, er erzählt von seinen Sachen, ihr sollt euch gut nehmen über den Menschen verhalten, ihr sollt keine Sünden verbringen. Das sagt er zu Ebu Zer, nachdem er rückkehrt. Und Ebu Zer sagt, hey, du hast mir überhaupt gar nichts erzählt, schön, das sind schöne Sachen, aber darum kommt es doch gar nicht drauf an. Er nimmt seine Klamotten von dem Stamm von Rifar und kommt nach Mekka. Ebu Zer el-Rifari, wir reden in der Zeit von Mekka. Er kommt zur Kaaba und bleibt an der Kaaba tagelang. Er sagt kein Wort und keiner sagt zu ihm ein Wort. Er wartet. Warum? Weil er weiß, Mohammed versteckt sich. Alayhis salam. Es ist verboten. Er läuft nicht. Wo ist Mohammed? Wo ist Mohammed? Wie wir das machen würden. Wo ist er denn? Wo ist der Prophet? Er weiß. Guck mal. Strategie. Er weiß, er wird gesucht. Ich kann ihn nicht aufkundig machen. Ich setze mich jetzt einfach hin und warte. Einige sagen sogar 30 Tage lang nur Semsem getrunken. Wisst ihr, wer ihn entdeckt? Ali ibn Abi Talib.
Ali ibn Abi Talib. Wie alt ist Ali dort? 10, 11, 9, 8, 12, nicht mehr. Er kommt zu ihm und sagt, weil er ihn beobachtet hat, was machst du hier? Ja, ich möchte halt wissen, bleib heute Abend bei mir. Bleibt dort eine Nacht bei Ali. Er bleibt bei Ali, wir reden von einem 10, 11 Jahre alten Kind. Dann sagt er, nächsten Tag kannst du wieder raus. Plötzlich sieht Ali ihn am Folgetag wieder abends, er ist wieder an der Kaaba. Und da sagt er, ich glaube, du hast deine Sache nicht ganz erledigen können. Nee, hat er gesagt, ich habe meine Sache nicht erledigen können. Komm, bleib heute Abend nochmal bei mir. 3 Nächte bleibt er bei ihm. Abu Zayd al-Ghifari bei Ali ibn Abi Talib. Da lässt er ihn wieder raus und dann sagt, dann merkt Ali, aber obwohl Ali merkt eigentlich, er weiß ganz genau, warum Abu Zayd gekommen ist. Aber er sagt nicht, oh, ich ahne, warum du gekommen bist. Du willst bestimmt Rasulullah sehen. Sagt er nicht. Das ist, hier könnte der Geheimdienst sich normalerweise mal eine Steige drauf abschneiden. Wie macht man das? Von der Sira. Die Sira ist normalerweise voll mit Geheimdienstwissen. Wir sprechen nur Sachen hier an. Dann sagt Abu Zayd al-Ghifar zum Ali letztendlich, ich habe gehört, dass aus Mekka einer gekommen ist, der Sohn Abdullahs Mohammed, und er behauptet von sich, der Prophet zu sein. Ich möchte ihn sehen und an ihn mein Dings geben, meine Schahade geben. Und dann sagt Ali daraufhin, es gibt keinen Zweifel, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist. Ich werde ihn zu dir bringen. Ich werde dich zu ihm bringen. Aber, sagt Ali, du folgst mir, zeigst mir aber nicht, dass du mir folgst. Wir reden von einem 10 Jahre alten Kind. Du folgst mir, zeigst mir nicht von dem, dass du mich folgst. Wenn ich mich bücke und tue so, als ob ich meine Schnürsenkel zusammenbinde, dann heißt es ist Gefahr. Und jetzt sagt er, wenn sie uns erwischen, du kennst mich nicht und ich kenne dich nicht. Kannst du vorstellen, wir laufen durch die Stadt, irgendjemand Dings macht und sie sagt, ich kenne dich nicht und du kennst mich nicht. Sie wurden so erzogen. Ali sagt, wenn ich das so mache und die erwischen uns, ich sehe in die Gefahr, ich binde meine Schuhe, du kennst mich nicht, meinst du nicht an mir und sein bin ich an mir. Mache ich das aber nicht und ich gehe in eine Tür rein, etc., dann folgst du mir. Und so ist es auch passiert. Abu Zayd al-Ghifar kommt zum Propheten und nimmt dort den Islam an. Und als Abu Zayd al-Ghifar den Islam annimmt, wisst ihr, was er zum Propheten sagt? Ja, Rasulullah, ich möchte raus und möchte den Islam verkünden. Wisst ihr, was er sagt? Geh zurück, da wo du hergekommen bist, und warte, bis ich mich offenkundig geben werde. Das ist das, wie die Sahabe erzogen worden sind. Das ist die Struktur der Sahabe. Eines Tages kommt Abu Bakr, radiallahu an, zu Rasulullah, alayhi salatu wassalam. Damals sind sie 38. 38 Muslime. Und Abu Bakr sagt zum Propheten, ja Rasulullah, lass uns offenkundig den Islam verkünden. Der Prophet sagt, ja Abu Bakr, das geht nicht, wir sind zu wenig, wir sind 38 Leute. Was willst du mit 38 Leuten machen? Abu Bakr sagt, ich möchte aber. Aber mach, sagt er. Abu Bakr geht an die Kaaba mit einigen Sahabes. Er stellt sich hin. Aisha radiallahu anh sagt, daher ist Abu Bakr der erste Khatib im Islam. Der erste Redner, der offenkundig zum Islam angerufen hat, außer dem Propheten, ist Abu Bakr. Er ist der erste Redner des Islams. Er stellt sich hin vor der Kaaba und fängt Allah an, Lob zu preisen. Die Mushrikun hören ihn zu. Und jeder Muschik, bevor er jetzt redet, der fängt an, Allah Lob zu preisen und dann fängt er an mit seiner Rede. Die Muschikun hören zu und dann merken sie, wie Abu Bakr anfängt, den Islam zu verkünden. Als sie das mitbekommen, schmeißen sie sich alle auf Abu Bakr und auf die anderen Sahabes auch noch und die schlagen sie kurz und klein. So sagen die Sahabe, dass man von Abu Bakr nicht mal das Auge, die Nase und den Mund voneinander trennen konnte. Die haben den Windel weich geschlagen. Sein Stamm von Tame heißen die, das stammt von Abu Bakr. Sie nehmen Abu Bakr, bringen ihn nach Hause auf ein Sedia, auf eine Liege. Der ist windelweich geschlagen. Kaum öffnet er seine Augen, das erste, was er ausspricht, ist: Wo ist der Prophet? Wo ist der Prophet? Daraufhin sagen seine Familie: Was bist du für ein komischer Mensch? Wir versuchen, dich zu retten, und du sagst immer noch, Mohammed. Neben ist seine Mutter, der sagt zu seiner Mutter, oh Ummi, meine Mutter, bring mich zum Propheten.
Daraufhin sagt die Mutter, wie soll ich dich dorthin bringen? Er sagt, geh zu Ummu Jamil, also Fatima bintul Khattab, das ist die Schwester von Umar ibn Khattab, geh zu ihr und frag, wie es dem Propheten geht. Die Mutter von Abu Bakr, guck mal, es geht um eine Frau, zwei Frauen in einer Gesellschaft, wo die Frauen das Minderwertigste sind in der Gesellschaft, wie der Prophet sie erzogen hat. Die Mutter von Abu Bakr, sie ist keine Muslimin. Sie geht zur Schwester von Umar ibn Khattab, Ummu Jamila, und sagt zu ihr, wie geht es Mohammed? Mich hat Abu Bakr geschickt. Daraufhin sagt die Schwester von Umar, ich kenne keinen Mohammed und ich kenne auch keinen Abu Bakr. Guck mal, sie sagt, oh, ich kenne auch Mohammed, ich kenne auch Abu Bakr. Nein, ich kenne keinen Mohammed und ich kenne auch keinen Abu Bakr. Die sagt, ich bin die Mutter von Abu Bakr, ich bin die Mutter von Abu Bakr. Ich kenne keinen Abu Bakr und ich kenne keinen Mohammed. Kannte sie sie? Natürlich kannte sie sie. Aber zu so einer Zeit ging das nicht. Daraufhin hat aber Fatima bint al-Khattab gesagt, Ummu Jamila, zeig mir mal Abu Bakr, wer das ist. Also gucke ich mir mal an, vielleicht erkenne ich ihn ja. Daraufhin bringt die Mutter von Abu Bakr sie dorthin und dann sagt sie zu Abu Bakr letztendlich, dieses Augenischalt, das ist auch interessant. Die macht so, kann ich überhaupt neben deiner Mutter sprechen? Böle yapıyor. Und daraufhin sagt Abu Bakr, neben ihr kannst du sprechen, das ist meine Mutter, ihr kannst du vertrauen. Und dann bringen sie Fatima bint Khattab und die Mutter von Abu Bakr in den beiden Armen und bringen ihn zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Was ich damit sagen möchte ist, hier wird eine Gesellschaft erzogen. Die sind nicht vom Himmel gefallen. Rasulullah alaihi salatu wasallam hat sie erzogen. Als der Prophet seine Hijra macht, er kommt nach Medina, jeder gibt dem Propheten irgendetwas. Da gab es eine Frau, sie war richtig arm gewesen, sie konnte dem Propheten nichts geben. Sallallahu alaihi wasallam. Das Einzige, was sie kam zum Propheten, hat gesagt, ja Rasulullah, du hast die Hijra gemacht, du bist nach Medina gekommen. Ich habe gesehen, wie jeder dir etwas gegeben hat. Ich habe nichts, was ich dir geben kann, außer mein Kind. Ich werde dir mein Kind geben, Enes bin Malik. Dieser Kind, mein Kind soll dir dienen. Tamam, sagt der Prophet. Enes wächst bei Rasulullah alayhi salatu wassalam auf. Enes bin Malik. Ein Kind, ja, 10 Jahre, 8 Jahre. Der soll dem Propheten sallallahu alayhi salam dienen. Eines Tages schickt der Prophet Enes ibn Malik, also irgendwo hin, um eine Sache weiterzugeben. Die Mutter von Enes sieht ihn auf dem Weg und sagt, wo gehst du hin? Der Prophet hat mich irgendwo hingeschickt, ich soll eine Sache erledigen. Mit was für einer Sache hat sie denn das gemacht? Also dann sagt die Mutter zu ihm, mit was für einer Sache hat dich denn der Prophet geschickt? Wallahi ya Ummi, ich werde dir nie verraten, mit was für einer Sache der Prophet mich geschickt hat. Sie lobt ihn. Guck mal, diese Leute, sie wurden so erzogen. Man hat nicht gesagt, komm, sag doch mal, wo der Prophet dich hingeschickt hat. Der Prophet hat sie so erzogen, die Kinder, dass sie auf, ich sag mal, auf Teufel komm raus, niemals ein Geheimnis oder eine interne Sache nach außen weitergeben würden. Warum? Damit diese Sache den Muslimen nicht später eine Gefahr darstellen. Die Sahabe wurden so erzogen, das sehen wir überall. Ashabe Kef war genauso gewesen. Eine Struktur im Rahmen des Islams muss ganz genau so aufgebaut sein. Es gibt hunderte Beispiele. Ich möchte nur noch ein Beispiel sagen. Ein Sahabe hat sich nicht so verhalten. Und dieser Sahabe war Abu Lubabe gewesen. Abu Lubabe. Abu Lubabe, es gab, ihr kennt alle den Krieg von Hendek. Hendek war der Tag Null gewesen. Der Tag, wo sogar die Muslime hinten von der Benu Qurayza und von der Benu Kainuka angegriffen worden sind. Ja? Eine sehr heftige Sache. Und als der Krieg zu Ende war von Hendek, haben die Muslime diesen Krieg gegen die Tausenden von Kuffar gewonnen, indem sie sich mit einem Graben in Medina verteidigt haben. Aber die Beni Qurayza, sie hat den Vertrag der Muslime gebrochen und hat die von hinten angegriffen. Der Prophet a.s. setzt sich zu Istishare mit den Muslimen zusammen, um das Urteil über die Beni Qurayza zu fällen. Es ist ein internes Gespräch, eine interne Shura-Versammlung, Istishare, wo es über das Urteil der Beni Qurayza geht. Nolijak, die haben uns von hinten angegriffen, mitten in der Stadt. Unter den Muslimen, den Sahabe, befindet sich ein Sahabe namens Abu Lubabe.
Und Ebu Lubabe ist ein alter Freund der Beni Qurayza. Als die Ratsversammlung vorbei ist und sie aus dem Zimmer rauskommen, von dem Shura-Raum, dann kommt, guck mal, stehen die Beni Qurayza, weil es geht um ihre Zukunft. Sie sagen, es findet zwischen Beni Qurayza und Ebu Lubabe kein Gespräch statt. Die Beni Qurayza sieht Ebu Lubabe, wie er aus dem Istishara-Raum rauskommt. Das Urteil ist gefällt worden. Sie sagen nur noch, sie machen nur noch so mit der Hand. Was ist das Urteil? Also was ist mit uns passiert? Kein Gespräch. Und Ebu Lubabe macht unten dieses Zeichen. Nur noch dieses Zeichen. Es findet, also eure Köpfe werden abgeschlagen. Aber sie reden nicht. Was hat Ebu Lubabe gemacht? Er hat eine Sache, die in eine Istishare geredet worden sind, nach außen gezeigt. Wisst ihr, was daraufhin passiert? Allah sendet einen Vers herab. Ja, ayyuhallazina amanu. O ihr diejenigen, die ihr glaubt. La takhunu Allah wa rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Verratet nicht Allah und den Gesandten und handelt nicht verräterisch in Bezug auf die euch anvertrauten Güter, also das Geheimnis, wo ihr doch wisst. Als dieser Vers herabgesandt worden ist, sagt Ebu Lubabe, ich dachte, in dieser Sekunde wird Allah mich vernichten. Warum? Er hat nicht geredet. Er hat nur mit Isharet, mit Zeichen, eine Sache, die intern gesagt worden ist, nach außen getragen. Und Allah sagt im edlen Koran, in der 8. Sure, im 27. Vers, dass das ein Verrat gegenüber Allah, seinen Gesandten und gegenüber den Muslimen im Anvertrauten gut ist. Wisst ihr, was Ebu Lubabe hinterher macht? Er nimmt sich selbst und bindet sich an einer Säule in Masjid an-Nabawi. Als Strafe, er gibt sich selbst die Strafe. Und er sagt, Wallahi, ich werde so lange mich von dieser Säule nicht wegmachen, befreien, bis Allah mir und bis der Prophet mir verzeiht hat. Und er bleibt dort. Sie lösen ihn nur zum Gebet. Er ruft jemanden von seinen Verwandten, die lösen zum Gebet. Danach binden sie ihn wieder an. 6 Tage lang bleibt er an dieser Säule gebunden. Am 6. Tag sieht ein Sahabe, wie der Prophet mit einem Lachen aus seiner Wohnung rauskommt. Und dann sagt der Sahabe, ja, Rasulullah, hat Allah Ebu Lubabe verziehen? Da sagt, ja, Allah hat Ebu Lubabe verziehen. Sollen wir ihm das sagen? Sollen wir ihn befreien? Ja, sagt ihm, er soll sich befreien. Sie kommen zu Ebu Lubabe und sagen, Allah und dein Gesandter haben dir verziehen. Wir holen dich heraus. Wallahi, sagt er, keiner wird mich von dieser Sache hier lösen, außer der Prophet selbst kommt und löst mich von dieser Säule. Und daraufhin kommt der Prophet a.s. und macht seinen eigenen Stricken ab und er befreit ihn, Ebu Lubabe, von dieser Säule. Warum? Das alles. Weil er mit einem Zeichen nur eine Sache an die Feinde weitergegeben hat. Deswegen, und wie gehen wir heute damit um? Übrigens, für die Leute, die irgendwann mal zu Umrah gehen, es gibt heute in Masjid an-Nabawi, in Rauza al-Mutakhara, an dem Ort, wo damals ein Holzpfosten gewesen war, heute natürlich eine Marmorsäule, wo oben Ebu Lubabe Sutunu draufsteht. Diese Säule gibt es heute immer noch. Die ist genau in Rausatul Mutahara drin. Ja? Und daher ist die Vorsicht, Leute, in allen Angelegenheiten sehr wichtig und vor allem in Sachen, in Geheimnisse und, ja, und Sicherheit der Muslime. Um dieses Sicherheit, guck mal, dieses Verhalten ist so wichtig, die ist so wichtig. Wisst ihr, wie wichtig das ist? Dieses Wort Waliyatalattaf ist so wichtig, dass es ganz genau die Mitte des edlen Korans ist. Wenn ihr heute den Koran aufschlägt, werdet ihr mitten im Koran die Sure Kehf sehen. Die Höhle, in der wir Zuflucht suchen, ist genau mitten im Koran. Und das Wort Waliyatalattaf ist buchstabenmäßig gesehen das genau das mittlere Wort im edlen Koran. Es ist die Sicherheit. Nicht nur deine Sicherheit, sondern die Sicherheit aller Muslime. Du kannst vielleicht mutig sein, kannst rauskommen, aber du kannst nicht die Sicherheit der Muslime auf das Spiel spielen. Dieses Spiel haben wir im Islam nicht. Diesbezüglich sagt Imam Suyuti in seinem Werk Itkan,
nur mal als Information, als Nebeninformation. Die Mitte des edlen Korans ist das Wort Wal Yatalattaf, von den Buchstaben her. So dass der Buchstabe T, also nicht T, T, im ersten Teil des Korans ist und das Buchstabe Lam in der zweiten Hälfte des Korans ist. Also Wal Yatalattaf Tela Te La, bei T ist die erste Hälfte des Korans und Lam ist die zweite Hälfte des Korans. In diesem Wort trennt sich ganz genau der Koran buchstabenmäßig in zwei Hälften. Also die Gelehrten waren so heftig gewesen, dass sie sogar Wörter und Buchstaben nachgezählt haben. Das sagt auch Imam Suyuti. Er sagt, die Mitte der Suren im edlen Koran ist die Sura Hadid. Das ist die 57. Sure. Der Vers mitten im edlen Koran ist der 186. Vers des Wortes Shura. Das Wort mitten im edlen Koran ist das Wort Wel-Jalud im 20. Vers des Sura Hajj. Und dann sagt er, der Buchstabe mitten im edlen Koran ist im 19. Vers des Sura Kef im Wort Wal Yatalattaf, so dass der Buchstabe T im ersten und der Buchstabe Lam in der zweiten Hälfte des edlen Korans befinden. Der letzte Vers: Innahum in yazharu alaykum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim wa lan tuflihu idhan abada. Was passiert, wenn ihr euch erwischen lasst, wenn ihr eure Struktur aufdecken lässt? Ja, zu dem Menschen, zu dem, den sie in die Stadt schicken lassen. Dann werden sie von euch erfahren, die Gruppe wird aufgedeckt werden, werden sie euch steinigen oder euch zwangsweise zu ihren Glaubensrichtungen zurückbringen, dann wird es euch niemals mehr wohlergehen. Ja? Hier sehen wir, dass die Ashabe Kef Angst hatten, erneut in den Kufur zu fallen. Wer hat Angst, in den Kufur zu fallen? Die Leute, die den Iman geschmeckt haben, die haben Angst, in den Kufur zu verfallen. Und sie werden alles dafür tun, niemals einen Kompromiss im Islam eingeben, um nicht letztendlich wieder in den Kufur zu verfallen. Es gibt einige Gelehrten, die sagen zum Beispiel, das gefällt mir sehr, türkische Schöle, Arif küfre girmekten korkar, mürit harama düşmekten korkar. Nochmal, Arif şirke düşmekten korkar, mürit haram işlemekten korkar. Ein Gelehrter hat Angst, in den Kufr zu verfallen, ein Schüler hat aber nur Angst, in den Haram zu verfallen. Weil diese Angst, in den Kufr zu verfallen, ist so heftig, weil das im Wissen sich steigert, weil sie die Liebe zum Islam bekommen, haben sie Angst, wieder auf die alten Dinger wieder zurückzukommen. Und wir sehen das bei den Kuffar. Was passiert denn, damit sie das machen? Sie werden euch steinigen und euch gegenüber Terrorgesetze verabschieden und mit Zwang werden sie euch in den Kufur bringen. Frage: Warum sind diese Kuffar immer gleich geblieben? Warum machen sie das? Wir sehen, die Kuffar zur Zeit von Pharaon waren gleich gewesen. Sie haben den Muslimen Druck gesetzt, den Kindern Israels. Die Kuffar zur Zeit von Ashabe Kef waren so gewesen. Die Kuffar von Ashabe Uchtut waren gleich gewesen. Die Kuffar von Isa a.s. waren gleich gewesen. Die Kuffar von Mohammed a.s. waren gleich. Die Kuffar heute sind gleich gegenüber uns. Warum? Warum kommen sie und sagen sie, auf Türkisch heißt das, ja sev ya terket, entweder liebe dieses Land oder verteidige oder verlasse es. Warum kommen sie heute zu uns und sagen, wenn ihr einen islamischen Staat wollt, geht doch in die Türkei. Wenn ihr einen islamischen Staat haben wollt, geht doch in den Irak. Wenn ihr einen islamischen Staat haben wollt, geht doch in den Iran oder nach Saudi-Arabien. Warum sagen sie das? Vor allem, warum sagen sie das zu uns in der Türkei? Warum sagen sie das? Warum hat sich der Charakter dieser Kuffar niemals geändert? Warum haben die Kuffar heute die Angst vor den Muslimen weltweit? Wir Muslime sind nicht mal ein Staat. Aber wir sind das aktuelle Thema weltweit. Warum drücken sie uns heute diese Haftstrafen auf? Warum sagen sie nicht Rede? Warum sagen sie Rede nicht? Warum sagen sie, drucke dieses Buch nicht? Warum sagen sie das? Warum haben sie zu den Propheten gesagt, sie haben alle zu den Propheten gesagt, wir werden euch ganz gewiss aus unserem Land vertreiben, euch abschieben, oder aber ihr kehrt zu unserer Grundordnung, zu unserer Religion zurück. وَأَوْحَا إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُخْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. Ja, da gab ihnen ihr Herr als Offenbarung ein, ganz gewiss, wir werden die Ungerechten vernichten. Warum?
Guck mal, wir sind Muslime, wir sind Muwahhidun. Warum schimpft ihr da auf uns? Warum können wir nicht öffentlich, ganz öffentlich reden? Warum sind wir eingesperrt im YouTube? Warum lädt man uns zum Beispiel nicht in Fernsehsendungen ein? Warum macht man das nicht? Warum sagt man nur, wenn du das machst, bekommst du die Strafe? Wenn du das sagst, bekommst du die Strafe? Warum haben sie Charakter, der Charakter der Kuffar sich niemals geändert? Weil sie Angst haben, in unseren Wissensdiskussionen vor allem besiegt zu werden. Weil sie wissen, wenn wir mit den Kuffar öffentlich diskutieren, sodass das Volk das mitbekommt und wir uns bei unserer Diskussion kein Blatt vor den Mund nehmen, wie heutige Palastgelehrten das machen, werden sie wissen, dass sie besiegt werden und sie haben keine Argumentation gegenüber uns. Und dann werden ihre Gesichter gegenüber dem Deutschen, dem Französischen, dem Russischen, dem Türkischen, dem Amerikanischen und sogar gegenüber dem israelischen Volk, werden ihre Gesichter fallen gelassen. Heute können sie sagen, in Deutschland darfst du Israel nicht kritisieren, ansonsten passiert das. Heute können sie in der Türkei sagen, du darfst Atatürk nicht kritisieren, ansonsten gibt das Gesetz 5816. Sie können, aber sie haben nur das gemacht. Sie können sagen, ja, wenn du das und das sagst, bekommst du diese Haftstrafe. Wenn du das und das machst, wirst du aus diesem Land abgeschoben. Das haben sie zu den Propheten gesagt. Aber sie können eins nicht machen. Sie können nicht sagen, wir wollen Frieden, ihr wollt Frieden, kommt, lasst uns doch öffentlich vor einer Live-Sendung, vor einer Live-Sendung, vor der ganzen Menschenöffentlichkeit reden, sodass ihr eure Beweise bringt und wir bringen unsere Beweise und keiner wird sich ein Blatt vom Mund nehmen. Keiner tut sich gegenseitig beleidigen, aber jeder wird klar Tisch reden. Das haben die Kuffar von Adem a.s. über Pharaon, über Nemrut, über Quraysh, über Ashabi Kehf niemals machen können. Sie kamen immer und haben uns mit Tötung, mit Abschiebung, mit irgendwelchen Verboten gedroht. Warum? Weil sie schwach sind. Weil sie keinen Stellenwert in der Wissenschaft haben. Sie können nur ihre Argumentation mit Gesetzen, mit Drohungen, mit Abschiebungen oder mit Kriegen aufrechterhalten. Sie werden es niemals erlauben, dass man sich öffentlich mit ihnen hinsetzt, richtige Muslime, nicht abgekaufte, in einer Live-Sendung mit ihnen diskutiert. Deswegen kommen sie und kamen sie und werden sie kommen und werden immer mit ihren Gesetzen, mit der Steinigung, mit der Abschiebung, mit dem Tod oder mit irgendwelchen anderen schlimmen Sachen drohen. Deswegen sagen wir, El-Haqqu yu'la, El-Haqqu yu'lu, wa la yu'la alayh. Die Wahrheit ist am stärksten und nichts ist stärker als die Wahrheit. Und nach der Wahrheit wird die Lüge auf jeden Fall zugrunde gehen. Nur allein schon durch den Gedankenaustausch. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil qur'ani hakaman wa imaman wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasula. إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تهد به خبرا هذا فراق بيني وبينك سبحان ربنا رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين